Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten digitalen BKWK-Kongress aus Halle. Mein Name ist Klaus-Heinrich Stahl. Ich darf Sie als Präsident des BKWK recht herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie wieder so zahlreich an unserem Kongress teilnehmen. Der Titel dieses Jahr ist »Mit Sicherheit im Energiesystem – Kraft-Wärme-Kopplung«. Warum haben wir diesen Titel gewählt? Ja, weil die Kraft-Wärme-Kopplung als Sicherheits-Backup für die erneuerbaren Energien dafür sorgt, dass bei uns die Lichter nicht ausgehen. Eigentlich ist das die Hauptverantwortung der Kraft-Wärme-Kopplung, und im Winter sorgen wir auch noch dafür, dass sie genügend Wärme haben, wenn das kalt draußen ist und Sonne und Wind nicht genug Energie zur Verfügung stellen. Daher eben Sicherheit. Sicherheit sowohl im Strom als auch in der Wärmeversorgung. Digitaler Kongress, weil viele Kollegen noch nicht reisen dürfen oder eben auch wir nicht vorher wussten, wie jetzt die Bundesregierung die Corona-Maßnahmen und Einschränkungen handhabt. Letztes Jahr hatten wir ja auch den digitalen Kongress und dabei hatten wir bis noch immerhin 3000 Videoabrufe, und das hat uns eigentlich beflügelt, dieses Jahr wieder einen digitalen Kongress zu machen und auf eine Präsenzveranstaltung zu verzichten. Ja, warum wir jetzt in Halle sind? Ja, genau aus dem Grund, weil wir unsere Mitglieder gerne auch mal woanders besuchen und nicht jedes Jahr aus der gleichen Anlage senden möchten, sondern eben jetzt heute aus dem Energiepark oder dem Kraftwerk in Halle. Und was hier der große Vorteil ist, ist eigentlich der Wärmespeicher mit 2000 Megawattstunden. Die Hallenser nennen ihn auch ihre Thermoskanne. Und was auch noch wichtig ist, genau das, was für die Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung von Bedeutung ist, ist nämlich, dass wir durch die Gasturbine, die Sie hier betreiben, mit 97% Wirkungsgrad, was fast einmalig ist, haben wir die höchste Effizienz. Und gerade Effizienz soll auch in Zukunft der Leitfaden der Energiewirtschaft werden. Damit sind wir eigentlich im Grunde genommen so weit, dass wir das alles schon mal Ihnen aufzeigen können, was wir uns als BKWK für die Zukunft vorstellen. Und dieses möchten wir Ihnen in diesen 3 Tagen zeigen. Einmal die politische Ebene, in der wir sehr aktiv sind. Und da haben wir im Grunde genommen in letzter Zeit auch einiges erreicht. Zum Beispiel im KWKG haben wir eine Übergangsfrist erreicht für KWK-Anlagen bis zum 31.12.2020 bestellt, sodass Sie diese Anlagen noch bis zum Jahre 31.12.2022 realisieren können, was vorher im Gesetz nicht vorgesehen war. Und wir haben auch beim BEG Förderung von Fernwärmeanschlüssen analog zum Gashybridheizung erreicht, sodass wir auch da bei den Kontraktoren, bei den Stadtwerken und im urbanen Raum der Städte sowie also aber auch im ländlichen Raum eine Nachverdichtung bei Neubau- und Bestandsbauten erreichen können. Gerade im Bereich des Heizungstauschs wird oftmals nicht an die Kraft-Wärme-Kopplung und es wird auch nicht an die Fernwärme gedacht. So, als nächstes hatten wir auch noch Gespräche mit dem BMWI im Verbändeaustausch in der Endausführung des BEW, und zwar das ist die BEW-Förderung für erneuerbare Wärme, die sich jetzt in der beihilflichen Abstimmung befindet. Die Veranstaltung ist live. Stellen Sie uns Fragen, Chat bei YouTube oder eine E-Mail an info@bkwk.de. Auch meinen allerherzlichsten Dank noch einmal an unsere Gastgeber, der Energieversorgung Halle GmbH und dem Bauverein Energie und Service. Und jetzt gebe ich in das Technikmuseum der Stadtwerke. Von dort begrüßen Sie jetzt Herr Schneider und Herr Müller. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Nachmittag und hoffe, dass es Ihnen weiterhin gefällt, die 3 Tage zuzusehen. Sehr geehrte Mitglieder des BKWKs, sehr geehrte Teilnehmer, sehr geehrte Gäste, wir möchten Sie recht herzlich, ja digital in Halle, zur Konferenz des BKWKs begrüßen. Wir heißt, mein Name ist Olaf Schneider, ich bin der Geschäftsführer der Energieversorgung Halle. Und neben mir steht... Mein Name ist Frank Müller, ich bin der Geschäftsführer der Bauverein Energie und Service GmbH in Halle. Wir beide sind Mitglieder im Vorstand des BKWKs und haben uns beworben oder wurden gefragt, ob wir in diesem Jahr die Konferenz, die digitale Konferenz in Halle ausführen können. Und wir haben spontan in Kooperation entschieden, dass wir das gemeinsam machen, weil wir, ich sage mal, nicht nur verbunden sind in Halle, ja, sondern weil wir uns quasi in verschiedenen Projekten gemeinsam auch, ich sag mal, über den Weg laufen oder manche Sachen auch gemeinsam machen. Ja, ich bin jetzt kein Hallenser, aber ich muss Ihnen sagen, Halle ist besser als sein Ruf. Halle ist zum Beispiel ja die grünste Großstadt überhaupt in Deutschland. Ja, wir haben die älteste Wissenschaftsakademie, die Leopoldina hier in Halle. Also Halle hat wirklich viel zu bieten und natürlich, was Sie interessiert, ist natürlich, Halle hat natürlich auch alles zu bieten, was so ein Energieversorgungsherz höher schlagen lässt. Und worauf wir besonders gemeinsam stolz sind, ist auf unsere Energieinitiative. Die Energieinitiative ist ein Bündnis ja, von 26 Partnern aus der Wohnungswirtschaft, aus der Wissenschaft, Institutionen, öffentliche Einrichtungen, alle sind dabei und wir haben uns verpflichtet, die Energiewende hier in Halle gemeinsam zu gestalten. Und besonders stolz sind wir auch, dass die Deutsche Energieagentur ja dieses Bündnis, diese Kooperation auch in dem Abschlussbericht der urbanen Energiewende ganz besonders gewürdigt hat. Ja, und die Maßnahmen kann man wie folgt zusammenfassen: Ausbau der erneuerbaren Energien, Integration der erneuerbaren Energien in das Wärmenetz, aber auch in das Energienetz, Modernisierung unserer KWK- und BKWK-Anlagen. Wir beschäftigen uns mittlerweile auch mit Wasserstoff, mit Ladeinfrastruktur. Und das Besondere ist, dass wir es gemeinsam machen. Und da ist ja der Bauverein und Bauverein Energie und Services, der Frank Müller, auch mit dabei. Ja, wir haben an der Stelle sehr, sehr viele Überschneidungspunkte. Und insbesondere in der Wohnungswirtschaft sind das Themen, die uns nachhaltig beschäftigen. Die zweite Miete ist ein Riesenthema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Wir erleben gerade in diesen Tagen und dieser Zeit eine Extremschwankung, sowohl an den Energiemärkten als auch an den Kapazitäten von einfachen Sachen wie Bauteilen, die fehlen. Also wir haben, ich sag mal, extreme Schwierigkeiten im Moment gerade, den normalen Fluss zu organisieren, dass unsere Mieter, Kunden, wer auch immer eine warme Wohnung, eine bezahlbare Wohnung hat und vor allen Dingen auch die Aussichten stimmen, ja, dass wir auch heute sagen können, den Euro, den wir heute investieren, den haben wir sicher investiert und den müssen wir nicht zweimal investieren und ja, er garantiert unseren Anwohnern, unseren Mietern, unseren Kunden auch Nachhaltigkeit und vor allen Dingen Bezahlbarkeit. Ja, das sind Themen, die wir uns gemeinsam auf die Agenda geschrieben haben und an der wir sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten. Ja, und das werden ja auch die Themen in der Konferenz sein und deswegen freuen wir uns auch auf die digitale Konferenz. Natürlich wäre es uns viel lieber gewesen, Sie ja präsent hier in Halle begrüßen zu dürfen. Es ist leider ja noch nicht möglich, aber deswegen, ich wünsche uns allen ja eine tolle digitale Konferenz, allen Teilnehmern, allen Gästen und freue mich natürlich auch auf die Vorträge. Wir haben diesen Standort hier bewusst gewählt. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, aber wir sind hier im historischen Technikzentrum der Stadtwerke Halle. Wir haben hier sehr, sehr viele alte Objekte stehen hinter uns, ein alter Travo, Leistungsschalter, alles Sachen, die in den 1930er, 40er Jahren verbaut wurden. Und heute dient das Technikzentrum vorrangig darum, um Jugendliche, um interessierte Menschen sowohl Altes zu zeigen, ja, als auch Neues zu präsentieren. Und wir haben selber auf diesem Wege sehr viele Jugendgruppen und Schüler hier schon durchgelotst, die wir natürlich auch für technische Berufe begeistern wollen. Das sind Themen, die neben aller Infrastruktur, neben aller Versorgungssicherheit für uns natürlich auch ganz, ganz wesentlich sind, dass wir unsere Jugend hier versuchen zu werben und für die technischen Berufe zu interessieren und sie vor allen Dingen auch nachhaltig zu gewinnen. Ja, wir haben aber nicht nur Altes, sondern auch Neues, und die Bilder haben das, glaube ich, auch gut gezeigt. Ja, zum Beispiel unseren großen Energie- und Zukunftsspeicher, der wird ja hier in Halle liebevoll Thermoskanne genannt, beziehungsweise die regionale Presse nennt den sehr gern ja Klimadenkmal. Also Sie sehen, wir sind hier gemeinsam mit unseren Kunden, mit unseren Partnern auch Vorreiter. Wir haben eine große Solarthermieanlage errichtet. Wir wollen eine große Wärmepumpe bauen, nicht mehr als IKWK-Anlage, sondern als Großwärmepumpe. Da werden meine Kollegen heute noch im Zuge der Konferenz berichten, welche Hemmnisse und welche Probleme wir da in dem Bereich haben. Aber das ist ja auch genau Ziel dieser Konferenz, über das zu sprechen, was gut funktioniert, aber eben auch darüber zu sprechen, was nicht funktioniert und was unsere gemeinsame Forderung auch in Richtung der Politik und in Richtung der Stakeholder ist. Wir freuen uns, nochmal Sie zu begrüßen, und wir wünschen uns, dass Sie diesen Kongress mit uns gemeinsam in Halle, obwohl Sie nicht hier sind, live verfolgen und eine Erkenntnisgewinne in Größenordnung vielleicht erzielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, guten Tag, liebe KWK-Freunde. Wir stehen hier gemeinsam gleich. Wir haben schnell umgeräumt, das sehen Sie. Und ich bin Dr. Georg Kleene, ich bin Vizepräsident im BKWK und Bereichsleiter für Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken Lemgo. Und auch wie beim letzten Kongress haben wir uns wieder Experten hier ins Studio geholt. Heute steht an meiner Seite der Ralf Köpke. Ralf Köpke ist bekannt als Chefreporter von Energie und Management und heute Pressesprecher bei dem Erneuerbaren Verband, Landesverband Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, jeder in der Szene, der mit KWK zu tun hat, kennt auch Herrn Köpke. Und ich habe ihn kennengelernt als jemand, der KWK wirklich versteht, der viel über KWK berichtet hat in der Vergangenheit. Und Herr Köpke, daher die Frage an Sie, woher kommt diese Liebe zu KWK? Wo war Ihr Einstieg? Wo haben Sie gelernt, die KWK so gut zu verstehen? Ja, Herr Kleene, erstmal vielen Dank für die Einladung und guten Tag zusammen an den Bildschirm. Meine Liebe zur KWK, ich will es nicht ganz so prosaisch ausdrücken. Ich sage mal, mein Verständnis und meine Begeisterung für Kraft-Wärme-Kopplung basiert eigentlich auf einem Mitarbeiter, was heißt nicht Mitarbeiter, ist der falsche Begriff, auf eine Führungskraft aus Ihrem Hause, die Sie ja auch kennengelernt haben, nämlich Dr. Dieter Attig. Und zwar hatte ich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre meine Doktorarbeit über kommunale Energieversorgung geschrieben. Und bei den Stadtbeispielen, die ich damals untersucht habe, wer politisch die Treiber für den Umbau der Energieversorgung in den jeweiligen Städten gewesen ist, bin ich an Lemgo nicht vorbeigekommen und habe dann Dr. Attig kennengelernt und habe in den folgenden Jahren die Karriere von Dr. Attig, sei es in Aachen, in Saarbrücken oder zuletzt auch in Kassel, weiterverfolgt. Und Herr Attig hat mich eigentlich, mein Verständnis für KWK, Kraft-Wärme-Kopplung geweckt und auch mir erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Und deshalb bin ich immer am Ball geblieben, und in den letzten 16 Jahren habe ich für Energie und Management, ich weiß nicht wie viele Artikel über KWK geschrieben, und die Kolleginnen und Kollegen in Hersching haben ja jetzt rechtzeitig zu dieser Tagung ihre neue Ausgabe vorgelegt mit 20 Seiten Berichterstattung über Kraft-Wärme-Kopplung. Ich denke, da kann sich der BKWK freuen, und ich bin am Ball geblieben und werde es auch weiterhin bleiben. Ja, das ist absolut spannend, denn auch mich hat letztendlich Dr. Attig zur KWK gebracht. Ich bin ja bei den Stadtwerken Lemgo angefangen. Zu der Zeit war er zwar bei der Starwag, aber dort haben wir gemeinsame Projekte gemacht. Also von daher haben wir fast den gleichen Lehrherren, will ich mal sagen. Aber heute machen Sie erneuerbare Energien, also vertreten den Landesverband Erneuerbare Energien. Wie passt das denn zusammen, Erneuerbare und KWK? Ich glaube, da gibt es mittlerweile schon immer mehr Schnittmengen zwischen den erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung. Ich denke, man darf sich ja nichts vormachen. Kraft-Wärme-Kopplung ist kein Energieträger wie Öl oder Gas, sondern eine Technologie. Und es kommt darauf an, wie diese Technik mit welchen Brennstoffen gefeuert wird. Also Ich gehe davon aus, dass immer mehr Kraft-Wärme-Kopplungsbetreiber ihre Anlagen künftig mit erneuerbaren Gasen oder grünem Wasserstoff befeuern werden. Und so, dass die Schnittmengen zwischen den Erneuerbaren auf der einen Seite und der KWK auf der anderen Seite, die wachsen. Und deshalb passt das, glaube ich, auch gut zusammen, dass ich hier heute in diesem improvisierten Fernsehstudio in Halle dabei bin. Ja, das ist danke erstmal für das Kompliment an dieses improvisierte Fernsehstudio. Danke an den Kollegen Louis Stahl, der uns hier heute durch den Tag mit begleitet und uns hoffentlich immer die richtigen Einsätze gibt. Aber ja, danke für Ihre Einschätzung. Ja, die Kollegen hatten im Anfang schon gesagt, wichtige für die KWK sind die Rahmenbedingungen, ist die Gesetzgebung, und immer mehr Gesetzgebung findet ja in Brüssel statt. Und auch da müssen wir mal schauen, was passiert da aktuell. Und wir haben deshalb Eva Henning gebeten. Eva Henning ja, von der Thüga AG in München. Sie ist dort Vertreterin für Energiepolitik der Thüga. Und uns mal ja, aufzuzeigen, was da gerade in Brüssel passiert, ja, und auch vielleicht ein bisschen rauszuarbeiten, wo denn da die relevanten Dinge zukünftig passieren für die KWK. Und ja, sie wird uns vortragen, wie wird KWK Fit-for-55? Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich darauf, heute hier zu sein beim zweiten BKWK-Kongress digital. Ich bin Ihnen zugeschaltet heute aus München, aus dem Büro der Thüga. Wir haben unsere Zentrale hier in München und möchte Ihnen etwas erzählen über die Fragestellung, wie die KWK in der Zukunft Fit-for-55 wird, also das gesamte europäische Umfeld. Ein paar Worte zur Thüga. Die Thüga-Gruppe ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt. Wir sind ein Unternehmen mit 100 Beteiligungen. Diese Beteiligungen sind aktiv im Bereich Wasser, Strom, Gas, Fernwärme natürlich auch. Wir haben relativ große Fernwärmeversorger, zum Beispiel in Chemnitz, in Frankfurt, in Hannover oder auch in Nürnberg, aber auch viele kleine. Die Thüga ist auch sehr alt. Wir sind geboren 1867, das heißt also, wir haben eine lange Erfahrung. Und die Thüga ist, wie Sie auf dem Bild sehen, aktiv in ganz Deutschland. Wir sind aber auch nur in Deutschland aktiv. Ich bin der Einzige, der nicht in Deutschland sitzt, denn normalerweise ist mein Büro in Brüssel. Ich leite den Bereich europäische Energiepolitik und verbringe eigentlich die allermeiste Zeit in meinem Büro in Brüssel in vielen verschiedenen Sitzungen. Was hier auf dem Bild auch drauf ist, ist unsere neuen Aktivitäten, die vor allen Dingen auch im Bereich der Dekarbonisierung der Gasnetze ist, was für uns ganz wichtig verbunden ist mit der Fernwärme. Wir haben sehr, sehr viele Wasserstoffprojekte, sehr große auch im Norden von Deutschland bei Heide. Und diese Wasserstoffprojekte sind für uns die erste Stufe, wie wir sowohl die Gasversorgung als aber auch in der Zukunft die Fernwärmeversorgung dekarbonisieren können. Aber springen wir einmal nach Brüssel. In Brüssel gibt es, seit Frau von der Leyen quasi Kommissionspräsidentin geworden ist, gibt es den sogenannten EU Green Deal. Und dieser Green Deal ist ein riesiges Gesetzespaket, was jetzt schon seit 1,5 Jahren am Laufen ist. Es zieht sich auch noch in die nächsten Jahre rein. Und wenn Sie hier das mal sehen, keine Sorge, ich werde mit Ihnen jetzt nicht alle Gesetze durchgehen, aber das umfasst alles von Gasversorgung, Fernwärmeversorgung, Wald, Pflanzen, Gülle, also you name it, they have it. Das ist also wirklich ein riesiger Bereich. Und diese Gesetze sollen sukzessive jetzt, die werden ja mal vorgeschlagen von der Kommission und gehen dann sukzessive über in den Zustand, dass sie dann also auch gültig werden und auch bei uns in Deutschland anzuwenden sind. Das bedeutet also, der Green Deal ist nicht weit weg, sondern ganz im Gegenteil, der Green Deal kommt immer näher und er soll uns dazu befähigen, dass tatsächlich auch Europa eines Tages klimaneutral ist. Aber gehen wir ins Detail. Der Titel meines Vortrages lautet ja auch Fit-for-55. Fit-for-55 ist ein Teil des Green Deals. Also der Green Deal, haben Sie ja gesehen, ist sehr groß. Aber Fit-for-55 ist also ein ganz spezieller Teil und der hängt zusammen mit dem Klimagesetz. Wir haben letztes Jahr ist das Klimagesetz verabschiedet worden. Es war also ein langes Ringen zwischen dem Europäischen Parlament, dem Europäischen Rat und der Kommission. Und als dieses Gesetz verabschiedet wurde, war klar, wir haben ein Ziel und das Ziel lautet 55% CO2-Reduktion, gerechnet rückwärts von 1990. Und dieses Ziel muss erreicht werden in 2030. Und Sie können sich vorstellen, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und wenn man sich so ein Ziel gesetzt hat, dann reicht es nicht, dass man ein Ziel aufschreibt. Man muss es untermauern. Es muss also viele Detailschritte, Maßnahmen und Gesetzespakete geben, wie man zu diesem Ziel kommt. Denn wir haben schließlich 27 Mitgliedstaaten in Europa. Jeder hat einen anderen Stand. Und das heißt, man macht sich gemeinsam auf diesem Weg. Und ein Teil ist eben jetzt Fit-for-55. Es wurden 13 Gesetze an dem Tag veröffentlicht. Teilweise sind es neue Gesetze, teilweise sind es Änderungen von bestehenden Gesetzen. Und wie dieses Bild es auch darstellt, diese Gesetze sind alle miteinander verknüpft. Also ist jetzt nicht so, man hat ein Gesetz und es ist im luftleeren Raum, sondern die Gesetze haben alle eine Beziehung zueinander. Und Herr Timmermans hat es an dem Tag der Veröffentlichung sehr klar gemacht und hat gesagt, denkt dran, das Klimagesetz ist verabschiedet, das heißt, die -55% stehen. Und egal, welche Vorschläge jetzt kommen, und er sagt, wir sind immer offen für Vorschläge, es muss immer austariert werden. Wenn wir auf der einen Seite weniger machen, dann muss auf der anderen Seite mehr gemacht werden. Und so ist es jetzt auch zu sehen, jeder arbeitet sich durch die Gesetze durch, das sind tausende von Seiten, das ist also nichts, was man an einem Wochenende liest. Und jeder arbeitet sich durch und hat natürlich Ideen, was er gerne ändern möchte. Man muss aber immer dran denken, wenn ich da was wegnehme, muss ich es da wieder oben drauf packen. Wir haben in der Kommission war dieses Gesetzespaket sicherlich auch umstritten, weil es rückt immer näher an den Bürger. Und der Bürger ist auch ein Wähler. Es ist klar, dass die Bürger bis jetzt auch betroffen waren, aber es kommt jetzt immer näher, wenn es zum Beispiel darum geht, welche Heizung kann ich installieren oder welches Auto kann ich kaufen oder welche Kosten habe ich zu tragen. Und da man das wusste, hat man auch gesagt, man möchte für die schutzwürdigen Kunden, also die weniger Geld haben, möchte man einen Fonds auflegen. Zusätzlich zu diesem Gesetz gibt es außenrum, das ist also kein Designelement, dieser bunte Kreis mit Regenbogenfarben, sondern es bedeutet, dass es zusätzlich zu den 13 Gesetzen noch weitere Gesetze gibt, die wichtig sind und die vor allen Dingen auch für die KWK wichtig sind, wie zum Beispiel die Beihilferichtlinien oder die Taxonomy. Dazu komme ich aber gleich. Aber damit ist das Jahr noch nicht zu Ende. Am 14.12. kommt das nächste Gesetzespaket. Da kommen weitere mindestens 5 Pakete auf uns zu. Das eine ist das Gaspaket, dann kommt noch Eco-Design. Also das Jahr ist noch nicht zu Ende und wir werden in den nächsten Ferien wieder viel lesen dürfen. Aber springen wir ins Detail. Wir haben also jetzt diese 13 Gesetze und von den 13 Gesetzen gibt es einige, die besonders wichtig sind. Das ist die Emissionsrichtlinie für den Emissionshandel, die Erneuerbare Direktive und die Energieeffizienzdirektive, um einige rauszugreifen. Und so ein Gesetzespaket wird ja nicht auf den Markt gebracht und dann innerhalb von wenigen Monaten verhandelt. Wir gehen davon aus, es dauert also 1,5 bis 2 Jahre mindestens, bis alles fertig ist, weil es auch so viele sind und die Menschen sind ja nur begrenzt verhandelbar. Und das heißt natürlich, die nächsten Monate, die nächsten 1,5 Jahre wären besonders wichtig für die gesamte Energieversorgung. Wenn man jetzt mal die Energieeffizienzdirektive anschaut, weil genau dieses Gesetz ist vor allen Dingen auch für die Kraft-Wärme-Kopplung zuständig, da fällt einem auf, dass es sehr viele Änderungen gegeben hat und dass diese Änderungen vor allen Dingen auch eine Verschärfung mit sich bringen. Es gibt im Englischen den klaren Unterschied zwischen dem Wortchen should und shall. Es ist ein einziges Wort und es ist der Unterschied zwischen sollte und muss. Und viele von den Paragraphen haben also erlebt, dass sie also jetzt verschärft wurden und dass sie verpflichtend sind. Dazu gehört zum Beispiel auch das Energy Efficiency First Prinzip. Das bedeutet, für jede Planung muss man also überlegen, wie kann die Energieeffizienz zuerst kommen. Das heißt also, das ist immer das Oberprinzip. Oder aber wir haben ein Einsparverpflichtungssystem, wo also jeder Mitgliedstaat nachweisen muss, wie viel Energieeffizienzmaßnahmen er macht. Und diesen Paragraphen möchte ich besonders erwähnen, weil dieser Paragraph ist sehr stark angepasst worden. Und er sieht zum Beispiel vor, dass wir in der Zukunft unsere Kohle zu Gas wechseln nicht mehr anrechnen können. Und das ist gerade in der Fernwärme sehr wichtig, dass also dieser große Kohle zu Gaswechsel, den wir in Deutschland haben, dass der auch zukünftig anrechenbar bleibt. Also das ist einer der Paragraphen, der unbedingt betrachtet werden muss. Die öffentlichen Gebäude müssen sehr viel tun und das ist natürlich schwierig mit knappen Kassen. Wir haben neue CO2-Grenzwerte für die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Die Kälte wurde wurde entdeckt. Also es gibt jetzt nicht nur Fernwärme, sondern Fernkälte, weil natürlich das Thema Kühlen immer wichtiger wird. In der Zukunft sollen Erzeuger Zugang zu den Netzen bekommen. Wir müssen Pläne entwickeln, also Wärme- und Kältepläne, auch die werden verpflichtend. Und das wird man dann sehen in Deutschland, ob die Verpflichtung auf den Mitgliedstaaten liegt, auf den Bundesländern liegt oder ob sie auf den Kommunen liegt. Aber wichtig ist, das wird alles kontrolliert in der Zukunft. Und Kontrolle bedeutet, man kriegt einen blauen Brief, wenn man es nicht tut, Liebesentzug, Geldentzug, es gibt verschiedene Stufen davon. Also es ist jetzt nichts, was man tun kann oder sollte, sondern das sind alles Muss-Paragraphen. Die Fernwärme muss dringendst, und das ist eine der Aufgaben, die vor uns steht, muss dringendst in der Zukunft mit erneuerbaren oder dekarbonisierten Energieträgern betrieben werden, einfach damit sie auch diese Ziele erreicht. Rot habe ich hier explizit aufgeführt, dass die KWK, also ganz besonders die KWK unter Druck kommt. Bis jetzt war die KWK sehr beliebt. Auch in Brüssel wurde die KWK als etwas sehr Effizientes gesehen. Vor allen Dingen in den letzten Jahren hat sich das Image sehr stark verbessert. Aber jetzt plötzlich ist dieses Gesetz vorgelegt worden. Und man hatte das Gefühl, hups, was ist jetzt passiert? Denn ab dem Jahre 2035 ist die KWK keine Grundbedingung mehr für eine hocheffiziente Fernwärme. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das so? Also sowas fällt nicht vom Himmel. Das hängt damit zusammen, dass viele Leute glauben, dass Großwärmepumpen das alles in der Zukunft erledigen können. Wir haben entweder Großwärmepumpen oder aber wir haben die berühmte Abwärme aus Industrieanlagen. Also das sind zwei Schwerpunkte, wo man sagt, man braucht keine KWK mehr, weil die KWK sehr stark verbunden ist mit fossilen Energieträgern. Für viele Leute ist die KWK nicht dekarbonisierbar und wir sind der Meinung, genau das muss klargestellt werden. Und wichtig ist auch, dass klargestellt wird, dass die KWK mit ihrer örtlichen Strom- und Wärmeerzeugung nahe beim Kunden, mitten in den Städten, mitten vor allen Dingen im Winter. Also wir brauchen Strom dann, wenn es kalt ist, weil das ist auch die Zeit, wo wir oft dunkle Flauten haben, 10. Februar diesen Jahres. Und das bedeutet also, wenn ich dann eine Stromwärmepumpe habe, dann braucht die selbst Strom. Die erzeugt keinen Strom, die braucht Strom. Und deshalb sind wir der Meinung, dass also die KWK in der Zukunft genauso wichtig ist, wie sie heute ist. Was bedeutet das jetzt? Man hat verschiedene Paragraphen geändert. Einer der ganz wichtigen ist dieser Paragraph, der sagt, in der Zukunft muss die KWK mit einem Grenzwert von 270 Gramm CO2 auskommen. Kann man jetzt sagen, was heißt es? Die 270 Gramm müssten ja eigentlich erreichbar sein. Ja, aber sie sind nur dann erreichbar, wenn die Anlagen auch wirklich effizient sind. Und man darf nicht vergessen, in der Zukunft gibt es noch andere Gesetze an der Seite, zum Beispiel die Taxonomy. Die Taxonomy geht nicht von 270 Gramm aus, sondern sie geht von 100 Gramm aus. Also man sieht schon, dass der Weg immer weiter runter geht. Das heißt also, dass die Fernwärmeerzeugung und die Stromerzeugung aus KWK immer weiter dekarbonisiert werden muss. Und da sind wir der Meinung, das geht eigentlich nur mit erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben die KWK gerade in den letzten Jahren immer mehr weiter auf Gas getrimmt. Und das heißt, dass für uns auch die Dekarbonisierung des Gasnetzes zusammenhängt mit der Dekarbonisierung der Fernwärme. Auf der rechten Seite sehen Sie den Paragraphen, wo dann plötzlich ab 2035 die KWK nicht mehr erwähnt wird, wo also ab 2035 nur noch Abwärme wichtig ist oder Großwärmepumpen. Erneuerbare Gase werden zwar zumindest erwähnt, also erneuerbare Energieträger, aber die müssen halt auch vorbereitet werden. Und wir haben zwar viel Biogas in Deutschland, aber viel davon wird auch mit Biomasse hergestellt, zum Beispiel mit Mais. Und auch dieser Markt muss sich verändern. Also ich möchte sagen, dass in Summe die KWK sich genauso wie die Gasversorger auf dem Weg nach vorne macht. Das tun sie schon. Also es gibt ja CoGen Europe, die schon seit Monaten ganz, ganz, ganz aktiv sind. Kann auch nur ein großes Kompliment an die Kollegen geben, weil sie alles dran setzen, um also wirklich da viel Sachverstand auch in die Diskussion reinzubringen. Ja, was heißt das jetzt in der Zukunft? So sehen wir das System auf der Gasseite. Wir haben unsere ganzen Kunden angeschlossen und dazu zählt natürlich auch die ganze KWK, groß und klein, die an den Gasnetzen angeschlossen ist. Und unser Plan ist, dass wir relativ schnell anfangen, auch reinen Wasserstoff, erneuerbaren oder dekarbonisierten Wasserstoff in die Netze zu bringen. Und das bedeutet auch, dass die Technik sich darauf einstellen muss. Also wir hatten lange Monate jetzt eine Diskussion darüber, was können Motoren, was können Gasturbinen. Ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt mittlerweile etwas weiterentwickelt. Immer mehr von den großen Herstellern hat gesagt, ja, wir wollen Wasserstoff. Ja, wir sind auch dazu in der Lage beizumischen. Und für uns ist wichtig, dass wir diese Schritte gemeinsam gehen. Also es wird kein Netzbetreiber irgendwas tun ohne die Kunden. Und am besten ist es immer, wenn man das gemeinsam macht. Wenn dann also eine KWK-Anlage sagt, hier in 5 Jahren ist eine große Revision, dann kann man sich darauf einstellen und dann kann man die Pläne auch dafür machen. Und ich finde auch, dass Gas und KWK gehört Hand in Hand. Es ist also kein Kampf, Fernwärme gegen Gasversorgung. So haben wir das in der Thüga auch nie gesehen, weil fast alle Thüga-Unternehmen machen alles. Und deswegen ist es für uns also immer die Frage des Optimums, des betriebswirtschaftlichen, auch aus Kundensicht des Optimums. Aber diesen Weg müssen wir jetzt gemeinsam gehen. Und vielleicht dieses Beispiel hier. Die deutschen Verteilnetzbetreiber im Gas sind schon sehr weit. Hier kann man erkennen, der Wasserstoff kommt wahrscheinlich oben aus dem Nordwesten und geht dann immer weiter in den Süden. Das heißt aber auch, dass die KWK-Anlagen, die oben im Nordwesten sind, werden wahrscheinlich die ersten sein, die auch Wasserstoff sehen, entweder als Beimischung oder auch in Reinstform. Und so werden wir auch jetzt die Zeitachsen planen, gemeinsam mit den Kunden, gemeinsam mit den Herstellern, dass wir also gemeinsam das diskutieren, wie man solche Schritte dann machen kann. Ja, was ist das Fazit? Das Fazit ist, die nächsten Monate werden wahnsinnig anstrengend, aber sie sind ausschlaggebend, weil alles das, was wir jetzt nicht schaffen, man muss sich das ja so vorstellen, dieses Gesetz wird jetzt wirklich von Hunderten von Leuten gelesen, zerlegt, analysiert und jeder hat eine unterschiedliche Meinung. Der eine will in die eine Richtung, der andere will in die andere Richtung. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir jetzt sagen, was geht und was nicht geht. Und wir sehen ganz klar die Gefahr, dass, so wie das Gesetz jetzt formuliert ist, dass Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also sowohl der Wechsel von Kohle nach Gas, aber auch so ganz einfache Erneuerungen, sogar auch die Erneuerung einer ganz normalen Heizung von Öl nach Gas, dass das bei der jetzigen Formulierung einfach nicht mehr passieren wird, weil es wird nicht angerechnet. Die KfW dürfte dafür auch keine Zuschüsse mehr geben. Das heißt, dieser eine Paragraph hat sehr, sehr grundlegende Auswirkungen für uns. Der nächste Punkt ist, wir brauchen mehr Praxisleute in Brüssel. Also CoGen und ich, wir verbringen viel Zeit damit, in Diskussionen ein bisschen praktische Erfahrung mit an den Tisch zu bringen. Aber es wäre wichtig, dass noch viel, viel mehr Leute das tun. Dass man eben sagt, nein, wir brauchen den Strom im Winter aus der KWK und eine Wärmepumpe erzeugt keinen Strom. Sie werden erstaunt darüber sein, wie oft man da mit fragenden Augen angeschaut wird. Was, eine Stromwärmepumpe erzeugt keinen Strom? Wussten wir noch gar nicht. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass noch mehr Experten auch mit reingehen. Und ja, ich weiß, es ist alles auf Englisch und es ist auch anstrengend. Aber es würde uns ja schon ausreichen, wenn Kollegen mit dabei sind in den Diskussionen. Ist ja sehr, sehr viel heute digital. Und auch mal Praxisbeispiele mitbringen, wie wichtig das auch ist. Und ich glaube, gerade in den nächsten Monaten ist die Zeit sehr kritisch. Wie sich jetzt die Zeit über die nächsten Ratspräsidentschaften entwickelt. Wir haben jetzt momentan haben wir eine slowenische Ratspräsidentschaft, danach kommt Frankreich dran, dann Tschechien und Schweden. Diese Länder sind alle sehr unterschiedlich und diese Länder haben auch einen sehr unterschiedlichen Angang, was das Thema KWK angeht. Zum Beispiel Tschechien hat sehr viel, Schweden ist sehr stark. Schweden hat ganz viel Küste, da gibt es auch die größten Stromwärmepumpen, die am Wasser angeschlossen sind. Frankreich hat relativ wenig Fernwärme, hat viel Kernenergie. Also insofern, diese Länder sind sehr unterschiedlich und eine Ratspräsidentschaft prägt natürlich auch den Fortgang eines Gesetzes. Und wir hoffen auch darauf, dass die deutsche Bundesregierung uns natürlich Unterstützung gibt, weil zumindest war es in der Vergangenheit so, dass das Interesse der KWK, auch der kommunalen KWK in Deutschland eben sehr stark ausgeprägt ist. Und enden möchte ich damit nochmal der Aufruf, Fernwärme und Gas sind eng miteinander verbunden. Ohne erneuerbare oder dekarbonisierte Gase können wir die KWK innerhalb der Fristen gar nicht dekarbonisieren. Es ist halt einfach viel einfacher, eine bestehende Anlage, die heute mit Erdgas betrieben wird, morgen mit Biomethan zu betreiben oder in diese Anlage morgen 20% Wasserstoff einzuspeisen. Das heißt also, wir sollten die kleinen Schritte gehen, Eine 20-prozentige Einspeisung von Wasserstoff bedeutet immer nur, in Anführungszeichen, 7% Dekarbonisierung. 7% Dekarbonisierung wird oft als lächerlich wenig betrachtet. Aber wenn Sie 20% Wasserstoff einspeisen und den Rest mit Biomethan machen, dann ist Ihre KWK innerhalb von 0,nix dekarbonisiert. Und wir haben ja schon relativ viele KWK-Anlagen, die mit Biomethan gehen. Und Sie werden morgen auch, am morgigen Tag werden Sie viele Beispiele auch sehen aus der Praxis, wo es genau um solche Themen geht. Und es reicht ja auch ein Blick ins Internet, wenn Sie eingeben Motoren und Gasturbinen und Hydrogen, dann werden Sie eine Hülle von neuen Beispielen sehen. Also viele von den Herstellern der Gerätschaften haben gerade in den letzten Monaten, und auch großes Kompliment an die Kollegen der Hersteller, das hat uns viel gebracht. Also jedes Mal, wenn was Neues veröffentlicht wird, nehme ich das immer und schicke das immer sofort an alle Kollegen, um zu zeigen, ja, da passiert was. Denn das Image war doch sehr lange gewesen, ja, ob sich da was tut und ob das geht und ob die wollen oder nicht wollen. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten Monaten wesentlich gedreht, dass man in Summe das Gefühl hat, ja, auch die Fernwärme möchte so schnell wie möglich diesen Schritt der Dekarbonisierung gehen. Aber wir brauchen auch den Rückhalt unserer Bundesregierung. Und das ist mir also wirklich ganz wichtig, dass sich bitte die Bundesregierung auch darum bemüht, sowohl bei der Taxonomy, das ist ja das Gesetz, was jetzt noch kommt, mit sinnvollen Schritten auch nach vorne zu gehen, aber auch mit dafür zu sorgen, dass ab 2035 die hocheffiziente KWK nicht einfach aus der Energieeffizienzdirektive rausfällt. Das zeigt ja auch schon, wie hoch das Interesse daran ist. Also damit möchte ich auch enden. Also bitte, bitte, bitte alle viel Verbandsarbeit machen, bitte CoGen unterstützen. Wir sind alle draußen, wir sind alle ständig auf Panels, wir können also alle Beispiele dran bringen, weil das bringt mehr als langatmige Positionspapiere, wenn man sagt, das funktioniert und das ist auch machbar. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine wunderbare Tagung. Ja, danke Eva Henning für diesen Einblick, für das, was in Brüssel passiert. Und ich glaube, wir müssen das alle sehr, sehr ernst nehmen. Wenn dieser große Tanker EU erstmal in Fahrt kommt, dann ist er auf dem Weg. Und da das Ruder noch rumzureißen, wird ziemlich schwierig. Und deshalb liegt da noch einiges an Arbeit dieses Jahr vor uns. Der BKWK ist mit seinem Partnerverband CoGen Europe sehr aktiv. Danke von dieser Seite und Grüße auch an Stefan Liesner, der für uns dort im Verband hier als Vizepräsident für uns CoGen Europe vertritt. Gerade mit der Energieeffizienzdirektive und unter dem Stichwort Taxonomie sieht das nicht so gut aus für die KWK. Deshalb nochmal die Aufforderung und die Bitte natürlich, wenn Sie mitarbeiten wollen, schreiben Sie uns am besten an info@bkwk.de. Sie können auch gerne jetzt in den YouTube-Chat reinschreiben. Das können Sie auch tun, wenn Sie Fragen haben hier für uns. Ja, und auch an Herrn Köpke, der hier neben mir steht und als Experte natürlich diese Fragen beantwortet. Aber ich habe eine Frage mitgebracht und die hat auch Frau Henning ja an uns gestellt. Sie hat uns aufgefordert, ja, aktiv zu werden. Und was bedeutet das denn für die Verbände? Was müssen wir tun? Was können Sie uns raten, Herr Köpke? Auf jeden Fall mehr Präsenz sozusagen in Brüssel. Wenn wir zurückblicken, ich gehe mal zurück bis ins Jahr 95, dann sind die wesentlichen energiepolitischen Weichenstellungen, die den deutschen Energiemarkt betroffen haben, in Brüssel eingeleitet worden. Also Stichwort Liberalisierung der Energiemärkte, Ausbau der erneuerbaren Energien. Brüssel war in der Regel immer viel weiter als Berlin oder damals noch Bonn. Und wer in Brüssel nicht präsent ist, der wird nicht gehört. Und deshalb, ich kann der Aufforderung von Frau Hennig nur folgen und ihre Bitte nur weitergeben an die Unternehmen, an die Hersteller, an die Projektierer. Seien Sie in Brüssel präsent, sei es auf Englisch oder Französisch, geht in Brüssel auch, das weiß ich auch. Und deshalb auf nach Brüssel kann nur das Motto lauten. Ja, danke für die Einschätzung. wir machen jetzt eine Pause nicht, sondern wir bitten Sie, am Monitor zu bleiben. So ein Kongress in dieser Form ist natürlich aufwendig und das geht nur mit Sponsorenbeiträgen. Und die Sponsoren haben uns kleine Filme oder Präsentationen geschickt, die wir so in den nächsten 15 Minuten für Sie senden. Danach kommt der zweite Teil, wo es um die Politiker-Statements gibt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, Politiker vor die Kamera zu bekommen. Das war gar nicht so einfach, kann ich Ihnen schon jetzt verraten. Vielleicht erzähle ich da gleich noch ein bisschen mehr zu dem Leidensweg des Kollegen, der die Aufnahmen gemacht hat. Wir sehen uns gleich wieder, mit Sicherheit im Energiesystem KWK. Bis gleich. Das Institut Klimaschutzhaus bietet Ihnen Energieberatung für Wohn- und Gewerbeobjekte, Anlagen und Systeme. Wir sind Energieeffizienzexperten gemäß den Förderrichtlinien des Bundes. Wir erstellen für Sie Energieaudits, administrieren KWK-Anlagen, erstellen innovative Energiekonzepte unter Beachtung von Ihrer Erzeugung und Ihrem Verbrauch, erstellen strukturelle Analysen der rechtlichen Rahmenbedingungen für Erzeugungsanlagen, objektorientierte Forschung und Entwicklung im Auftrag von Anwendern und Herstellern und setzen Ihre KWK-Projekte für Sie um. Vielen Dank. Die BTB GmbH ist ein klassisches Energieversorgungsunternehmen, was hier im Großraum Berlin innovative und nachhaltige Energieversorgungslösungen für die Kunden umsetzt. Die BTB selbst ist bereits seit ihrer Gründung der Kraft-Wärme-Kopplung verschrieben. Das B in BTB steht für Blockheizkraftwerksträger und Betreibergesellschaft. Wir sind eine 100-prozentige Tochter der E.ON Energy Solutions GmbH und setzen die innovativen Konzepte für die E.ON hier in Berlin um. Die Kraft-Wärme-Kopplung GmbH aus Hannover entwickelt und produziert seit 25 Jahren gasbetriebene Mephisto-Blockheizkraftwerke für den professionellen Einsatz. Die serienmäßig mit Brennwerttechnik ausgestatteten Module decken in 6 verschiedenen Anlagengrößenklassen einen elektrischen Leistungsbereich von 8 bis 50 kW ab. Kraftwerk verfügt über ein bundesweites Servicenetz, über das die fachgerechte Wartung der Mephisto-Module sichergestellt wird. Langfristige Vollwartungsverträge, die sämtliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten abdecken, garantieren den effizienten und wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen. Dadurch sind die Betriebskosten schon im Vorfeld eindeutig kalkulierbar. Die im Lieferumfang enthaltenen browserbasierten Tools WebGate und WebControl ermöglichen den Echtzeitzugriff auf die Module sowie die Erfassung und Auswertung aktueller und historischer Messdaten. Damit stellen wir, die Kraftwerk GmbH, nützliche Werkzeuge zur Projektbegleitung und zur Optimierung ihrer Anlage bereit. Emissionsgrenzwerte im Fokus. Klimaschutz durch innovative Technik. Aprobis hat 6 Abgaswärmetauscher und 3 SCR-Anlagen für ein Gaskraftwerk mit 28 Megawatt elektrisch geliefert. Das Kraftwerk wird mit 3 Gasmotoren zu je 9,4 Megawatt betrieben. Die Abgaswärmetauscher dienen zur Heißwassererzeugung für das regionale Fernwärmenetz. Die SCR-Katalysatoren reduzieren die Abgasemissionen. Die gesamte thermische Wärmeauskopplung beträgt 14 Megawatt. Die Katalysatoren reduzieren Stickoxide und Kohlenmonoxid im Abgas und halten die geforderten Grenzwerte dauerhaft ein. Informieren Sie sich bei unseren Webinaren unter aprobis.com. Die RMB Energie GmbH mit Sitz im niedersächsischen Saterland ist Hersteller von Blockheizkraftwerken und seit 2015 Teil der internationalen Janmar-Gruppe. Seit über 10 Jahren hat sich RMB Energie auf die Entwicklung und Produktion höchst effizienter Mini-Blockheizkraftwerke spezialisiert. Dank einer modernen Anordnung der Komponenten, einer durchdachten Schallentkopplung sowie einer intuitiven Steuerung setzen die Anlagen neue Maßstäbe im Markt. Zudem sind die Neotower BHKW besonders kompakt, leise, robust, effizient und benutzerfreundlich. Besuchen Sie uns im Internet unter www.rmbenergie.com. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen die beste Umsetzung der Kraft-Wärme-Kopplung vorstellen, die ich kenne. Unser Blockheizkraftwerk namens XRGI. Von den wirklich vielen Vorteilen nenne ich Ihnen nur 3. Erstens, das XRGI hat die höchste testierte Effizienz am Markt und ist dadurch besonders sparsam. Das ist immer gut, insbesondere bei hohen Energiepreisen. Zweitens, Das XRGI ist besonders klima- und umweltfreundlich und kann 100% grün betrieben werden. Das heißt, es ist zukunftssicher. Drittens, das XRGI ist im Verbund noch besser. Sie können es in Ihren Projekten problemlos mit anderen Energie- oder Speichertechniken kombinieren. Inzwischen gibt es über 12.000 XRGI-Installationen in ganz Europa. Wenn Sie jetzt neugierig sind, besuchen Sie uns bitte unter www.ecpower.de. Vielen Dank. Methanemissionen rücken immer mehr in den Fokus. Methan trägt im Vergleich zu CO2 um ein Vielfaches zum Treibhauseffekt bei. Ab dem 1. Januar 2025 gilt für BHKW erstmals ein Emissionsgrenzwert für Methan. Das stellt BHKW-Betreiber vor große Herausforderungen. Aber wir bieten eine Lösung für Ihr Methanemissionsproblem. Mit unseren Waukesha Lambda 1 Motoren können mittels 3-Wege-Cut alle Emissionsgrenzwerte nicht nur erreicht, sondern sogar deutlich unterschritten werden. Darüber hinaus erreichen unsere BHKW mit Lambda 1 Motoren einen deutlich höheren Gesamtwirkungsgrad als mit normalen Magermotoren. Sprechen Sie uns an, SL Energie Projekte GmbH. Im Internet zu finden unter www.sl-energie.com. Vielen Dank. Fluktuierende Energieerzeugungssysteme wie Wind- und Solaranlagen werden in Zukunft die energetische Grundversorgung unserer Gesellschaft sicherstellen. Überschüssige Energie aus diesen Einheiten kann mittels Elektrolyse in Form von Wasserstoff gespeichert werden. Eingeleitet in das gut ausgebaute Erdgasnetz wird der Wasserstoff bei Energieknappheit, hervorgerufen durch die naturgegebene Volatilität von Wind und Sonne, in Blockheizkraftwerken wieder verstromt und in Wärme umgewandelt. Dabei können BHKWs diesen Wasserstoff auch direkt und in reiner Form nutzen und somit rein regenerative Energie erzeugen. Hierbei stehen die existierenden KWK-Anlagen nicht in Konkurrenz zur Wind- und Sonnenenergie, sondern als natürlicher Partner, die die jeweilige Daseinsberechtigung unterstützen. Doch was müssen Blockheizkraftwerke leisten, um der Rolle der Rückgrattechnologie in der Energiewende gerecht zu werden? Zum einen müssen sie für die Umrüstung auf 100% Wasserstoff bereit sein, um in Zukunft rein regenerative Energien zu erzeugen. Weiterhin müssen Blockheizkraftwerke eine höhere Nennleistung aufweisen, um die eigene Flexibilität als Residuallast für das öffentliche Energienetz zu stellen. Schließlich müssen BHKWs mit anderen Energieerzeugungsanlagen digital und intelligent vernetzt sein, um bei Bedarf die Leistungsbereitschaft abzurufen, die zur Stabilisierung der Energienetze beiträgt. KW Energie zählt zu den führenden deutschen Herstellern von Mini-BHKW. Mit unserer Smartblock-Serie haben wir Maßstäbe gesetzt im Hinblick auf Kompaktheit, unerreichte Energieeffizienz und Geräuschdämmung. Gleiches gilt für die Planungsfreundlichkeit durch Plug-and-Play sowie die herausragende Servicefreundlichkeit im Betrieb. Eine innovative und kreative Entwicklungsabteilung sichert Ihnen zukunftsorientierte Leistungsmerkmale. Alle unsere Smartblock BHKW sind schon heute Wasserstoff-ready. Produkte wie Smartblock Online und Smartblock Cloud sichern Vernetzung und Überwachung der Smartblock BHKW von jedem Standort aus. So haben Sie Ihre Anlage stets im Blick. Unsere Smartblock stehen für Ihre Zukunft. We know it. Sustainability is the future. But when we talk about it on a daily basis, we often use words like limit, reduce, eliminate, or prevent. However, there is a circular way of behaving that can also optimize, enhance, increase, and improve. Simply put, adding value. This is what AB has been doing globally for over 40 years, making companies more sustainable, competitive, and virtuous, boosting efficiency and at the same time, increasing profits through innovative, sustainable energy solutions, such as natural gas and biogas cogeneration, biomethane upgrading and liquefaction, and emissions treatment. Plants, expertise, technologies, and services designed to boost your production in a better way. AB, a better way. Seit 70 Jahren ist die Zeppelin Power Systems stolz darauf, offizieller Partner für Caterpillar-Motoren zu sein. Wir sind ein führender Anbieter für Antriebs- und Energiesysteme in Deutschland, Russland sowie vielen Ländern Europas und der GUS-Staaten. Zeppelin Power Systems gehört zum traditionsreichen Zeppelin-Konzern mit rund 10.000 Beschäftigten. Wir bieten Ihnen individuelle, hocheffiziente Systemlösungen und umfassenden Service in den Bereichen Industrie- und Marineanwendungen, Öl- und Gasindustrie, Lokomotiven- und Schienenfahrzeuge sowie Strom- und Wärmeerzeugung, auch und insbesondere mit Kraft-Wärme-Kopplung. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen und Komplettpakete rund um die Motoren von Caterpillar und Service für Ihre Anwendung. Zeppelin Power Systems liefert Ihnen dabei das komplette Produktangebot von Caterpillar, auf Wunsch als Komplettpaket mit Getriebe und Zusatzausrüstung. Außerdem liefern wir Generatoren und Aggregate auf Grundrahmen montiert oder als Containerlösung. Ob Motoren für Remotorisierung, Neuprojekte oder individuelle Systemlösungen, wir sind Ihr Partner im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung. Besuchen Sie uns im Internet unter www.zeppelin.com. Der BHKW-Hersteller Socratherm ist einer der Pioniere der BHKW-Technik. Seit über 40 Jahren sind wir beständig am Markt vertreten. Die gemeinsame DNA von bislang rund 2000 individuell umgesetzten BHKW-Projekten ist der sehr hohe Gesamtwirkungsgrad. Die Wärmerückgewinnung aus KWK-Anlagen wird ein immer wichtigerer Baustein auf dem Weg des Wärmemarkts in die Klimaneutralität. Über die Jahrzehnte hinweg haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte und Projekte immer wieder neue Prioritäten gesetzt. Die stetige Innovation ist fest in unserer Firmenphilosophie verankert. Auch auf dem Feld der Digitalisierung setzen wir Maßstäbe. Unser Remote Manager ermöglicht eine vorausschauende Planung der Instandhaltung und eine umfangreiche betriebswirtschaftliche Bilanzierung. Die digitale Transformation schafft mit der punktgenauen und bedarfsgerechten Erzeugung von Strom Freiräume und ermöglicht einen beschleunigten Zubau von Wind- und Solarkraftwerken. Für die kommende Einspeisung von regenerativ erzeugtem Wasserstoff in das Erdgasnetz sind wir heute schon gerüstet. Die kostengünstig und kontinuierlich mögliche Adaption bestehender und neuer Gasmotoren ermöglicht den fließenden Übergang von fossilen hin zu rein regenerativen Brennstoffen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sicher kennen Sie INNIO Jenbacher. Wir sind der Hersteller von reinen Gas-BHKWs im Leistungsbereich von 250 bis 10.000 kW elektrisch. In Deutschland haben wir tausende Anlagen mit unseren Motoren bestückt und dabei etliche komplette BHKW-Anlagen auch selbst als Anlagenbauer gebaut. Mit unserer schlagkräftigen Servicemannschaft betreuen wir 3.000 BHKW-Anlagen. Ich bin Joachim Meyer und stehe als Geschäftsführer der INNIO Jenbacher in Deutschland für eine gute Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung. Wir sind seit Jahrzehnten mit unseren BHKWs unterwegs für die verschiedensten Kundengruppen. Wir stehen für Gasmotoren für jede Anwendung, sowohl Erdgas oder Biogas, aber auch Sondergase und natürlich auch Wasserstoff können wir jetzt schon einsetzen. Weltweit haben wir bereits heute eine Flotte mit 250 Megawatt elektrisch, die mit den unterschiedlichsten Wasserstoffgemischen betrieben wird. Ich bin überzeugt davon, dass die Kraft-Wärme-Kopplung nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in Zukunft ein wichtiger Baustein unseres Energiesystems ist. Aufgrund der hohen Energieeffizienz durch die gemeinsame Erzeugung von Strom und Wärme. Viele Betreiber aus den unterschiedlichsten Branchen wissen das zu schätzen, auch weil es wirtschaftlich ist. BHKW-Anlagen können auch sehr flexibel eingesetzt werden, wenn sie so ausgerüstet und geplant sind. Unser myPlant Energiemanagementsystem kann dies optimal unterstützen. Als neues Mitglied im Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung wollen wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Energiewende gelingt, damit wir auch weiterhin in Deutschland und Europa die hohe Versorgungssicherheit erhalten können. So kann Kraft-Wärme-Kopplung die Energiewende ermöglichen. Wir als INNIO Jenbacher arbeiten an dieser Zukunft. Packen wir es gemeinsam an. Viessmann liefert bereits seit mehr als 100 Jahren Kessel- und Wärmeerzeuger in jeder Größenordnung. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden und Fachpartner bereits in der frühen Phase der Projektentwicklung sowie bei Engineering und Auslegung. Große Projekte enden nicht mit der Lieferung und Installation, sondern wir bieten Ihnen ein Komplettpaket mit Service bis hin zum Monitoring und Optimierung der Betriebsführung komplexer Gesamtsysteme. Zwei Beispiele für erfolgreiche Systeme mit erneuerbaren Energien. Das linke System wird komplett mit nachhaltigen und erneuerbaren Energien angetrieben. Im rechten System ist eine KWK-Anlage mit der weltweit größten Solarthermieanlage kombiniert. Das Fernwärmenetz mit 400 Gigawattstunden Wärmebedarf wird zu 50% mit der KWK und zu 20% mit Solarthermie beheizt. In Kombination mit einer Wärmepumpe und der intelligenten Verknüpfung der Systeme spart alleine das Solarsystem 15.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Abschließend ein Beispiel für eine schlüsselfertige Heizzentrale aus einer Hand. Wir beraten unsere Partner und Kunden bezüglich der optimalen Kombination verschiedenster Erzeuger und können diese auch schlüsselfertig liefern. Sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns über Ihre Anfrage und stehen Ihnen für Ihre Projekte gerne zur Verfügung. Wir sind die Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe. Seit über 20 Jahren gestalten wir Energiezukunft verantwortlich und wirtschaftlich. Dezentral, hocheffizient, erneuerbar für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ein Musterbeispiel ist die Energieversorgung des Schulzentrums Niederolm. Hier trifft die Hocheffizienztechnologie Nummer 1 Kraft-Wärme-Kopplung auf erneuerbare Energien. Das ist dezentrale Sektorkopplung at its best. Konsequent erfüllen wir unseren kommunalen Klimaschutzauftrag. Ein Gymnasium, eine integrierte Gesamtschule, eine Sonderschule sowie Sportstätten werden regenerativ auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit Heizwärme und Warmwasser versorgt. Das Blockheizkraftwerk sichert zusätzlich mittels hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung die Eigenstromversorgung des Schulzentrums Niederolm. Trotz erheblicher Investitionen sinken die Energiekosten um 18%, der Brennstoffverbrauch um 26% pro Jahr. Die CO2-Emissionen sinken um nahezu 60%, ein stetes Ziel der EDG und ein großer Beitrag zum Klimaschutz. Der Effizienzcluster Niederolm zeigt uns die Richtung der Energie- und Wärmewende an, hin zu einem Weg der Klimaneutralität, nach dem Selbstverständnis der EDG, wir gestalten Energiezukunft. Ja, willkommen zurück im Studio. Dank nochmal an die Sponsoren. Wie gesagt, ohne diese Sponsoren wäre ein solches Format nicht möglich. Danke dafür. Wir kommen zu unseren politischen Statements und ich habe es schon angedeutet, es war gar nicht so einfach, Menschen vor die Kamera zu kommen und Politiker zu Aussagen zu bewegen. Das ist klar vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen, aber es ist uns trotzdem gelungen. Das war übrigens auch einer der Gründe, weshalb wir die Konferenz digital machen, weil ich glaube nicht, dass wir es geschafft hätten, wie sonst üblich bei einer Präsenzveranstaltung ja, zu einer Podiumsdiskussion einzuladen. Das Risiko war uns viel zu groß. Wir haben viel telefoniert, wir haben viele E-Mails geschrieben. Wir sind auch bis nach München gereist, um dann 15 Minuten vorher zu erfahren, dass der Termin leider doch nicht stattfinden kann. Nichtsdestotrotz, es ist uns gelungen, von Bündnis 90 die Grünen, Frau Katrin Uhlich, vor die Kamera zu bekommen, von den Linken Ralf Lenkert, für die CDU, CSU ist dabei Carsten Müller und von der SPD Johann Saathoff. Und damit ich die nicht alle vorstellen muss, haben wir sie einfach selbst gefragt und sie gebeten, sich mal kurz vorzustellen. Mein Name ist Carsten Müller, ich bin Mitglied im Deutschen Bundestag, auch in der 20. Wahlperiode. Der berufliche Hintergrund ist bei mir ursprünglich Bankkaufmann und Rechtsanwalt. Ich gehöre dem Bundestag dann in der 20. Wahlperiode, in meiner 4. Wahlperiode an und bin das erste Mal allerdings schon 2005 in den Bundestag gekommen. Ich war bisher vor allen Dingen Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und Obmann meiner Fraktion im Rechtsausschuss. Und die Frage, was ich für die Zukunft anstrebe, das ist im Moment noch ein bisschen früh. Vielleicht fragen Sie mich in 2, 3, 4 Monaten nochmal. Aber ich glaube, dass ich dem Thema Energiepolitik insgesamt auch über mein verbandspolitisches Engagement eher treu bleiben werde. Moin, ich bin Johann Saathoff, Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion, dort energiepolitischer Koordinator schon seit 6, 7 Jahren ungefähr. Bevor ich Bundestagsabgeordneter wurde, war ich Bürgermeister meiner Heimatgemeinde, der Gemeinde Krummhörn. Hatte dort schon viel mit Energiepolitik zu tun, wie ich dachte. Also wir sind eine Gemeinde, die erneuerbare Energien auch selber produziert, Windenergie, Solarenergie, aber eben auch Gebäudesanierung durchgeführt hat. Außerdem Erdgasexplorationen finden in der Gemeinde statt, aber auch Durchleitungen von Gas. Also wir hatten eine Menge mit Energie zu tun und so bin ich Energiepolitiker geworden. Mein Name ist Katrin Uhlich, ich bin Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen seit dem 15.10. dieses Jahres und bin ursprünglich mal über die internationale Klimapolitik zur Energie- und Klimapolitik in Deutschland gekommen, war wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Grünen Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen, bin dann über Umwege als wissenschaftliche Referentin zu einem Abgeordneten in den Deutschen Bundestag gekommen und habe da gearbeitet, bis ich jetzt Abgeordnete geworden bin. Schönen guten Tag, Ralf Lenkert, Bundestagsfraktion Die Linke in meiner Partei. In der Fraktion bin ich der umweltpolitische Sprecher und befasse mich mit Energieleitung, Energiesystem, erneuerbaren Energien. Als Thüringer ist der Energieleitungsbau für uns natürlich gravierend, weil wir als Transitland von allem belastet sind und ja, wenig davon haben, dass die HGÜs bei uns durchlaufen, die Gleichstrom-Hochspannungsleitung. Mein beruflicher Hintergrund, gelernter Werkzeugmacher bei Carl Zeiss in Jena. Nach der Wende habe ich ein Fernstudium gemacht, Maschinenbautechniker, in der Industrie gearbeitet, in der Qualitätssicherung als Manager gearbeitet, als Werkstattleiter in der Entwicklung, in Entwicklungslaboren und seit 2009 bin ich im Bundestag. Ja, danke für die Vorstellung. Man hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, Entschuldigung, Frau Uhlich, ich habe Ihren Namen falsch ausgesprochen. Das soll nicht wieder vorkommen. Ich bemühe mich und hier an der Stelle vielleicht nochmal der kurze Hinweis auf Frau Eva Henning sitzt am Chat, ist bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Wenn Sie Fragen haben, bitte geben Sie in den YouTube-Kanal, in den YouTube-Chat Ihre Fragen oder gerne auch an info@bkwk.de. Und ja, neben der Kurzvorstellung haben wir unsere Politiker gefragt, welche Beziehung haben Sie denn eigentlich zur KWK? Und die konkrete Fragestellung hieß, welche Vor- und Nachteile sowie Chancen und Hemmnisse sehen Sie persönlich in Bezug auf die Kraft-Wärme-Kopplung? Und, falls abweichend, wie ist die Positionierung Ihrer Partei? Nun, es gibt in der Partei eigentlich keine zwei Meinungen über Kraft-Wärme-Kopplung. Es gibt kaum eine effizientere Art, Energie auch nutzen zu können. Einmal eben durch die Erzeugung von Strom, auf der anderen Seite um das Nutzen von Wärme. Wie so oft liegt das Problem im Detail. Über die Jahre, als ich energiepolitischer Koordinator war, hat man auch so eine Entwicklung gesehen. Also vor einigen Jahren hat man der Kraft-Wärme-Kopplung eigentlich keine Zukunft mehr zugesagt. Das ist mittlerweile wieder anders und es wird sicher eine bahnbrechende Rolle auch in den Koalitionsverhandlungen spielen. Grundsätzlich ist die Kraft-Wärme-Kopplung durch ihre Effizienz begrüßenswert, weil gleichzeitig Strom und Wärme gewonnen werden. Wir müssen jetzt schauen, welche Rolle Kraft-Wärme-Kopplung in Zukunft haben wird, da wir ja klimaneutral werden müssen, um der Klimakrise Einhalt gebieten zu können. Aber auch da wird die Kraft-Wärme-Kopplung sicherlich ihre Rolle haben. Die Kraft-Wärme-Kopplung ist unverzichtbar für die Energiewende. Hemmnisse sehe ich im Moment dahingehend, dass angeblich intelligente KWK sein soll, wenn mindestens 50% Wärmeerzeugung stattfindet. In einem zukünftigen 100%igen erneuerbaren Stromsystem muss die Kraft-Wärme-Kopplung in der Lage sein, auch im Sommer, wenn eben mal Flaute ist und vielleicht diesiges Wetter, Strom zu liefern, auch wenn kein Wärmeabsatz ist. Das heißt, intelligent heißt für mich, Kraft-Wärme-Kopplung muss in Zukunft hocheffizient arbeiten, aber eben auch in der Lage sein, nur Strom liefern zu können oder sehr viel Strom. Und diese Flexibilität brauchen wir, dann sparen wir uns Ersatzkraftwerke auf der grünen Wiese, dann sparen wir uns Reservekapazitäten im Ausland, sondern können die vorhandene Kraft-Wärme-Kopplung am besten mit Fernwärmesystemen, die als Speicher dienen, nutzen für die Zukunft. Und das ist auch die Position meiner Partei, weil die Kraft-Wärme-Kopplung ist auch kommunal, ist bei kommunalen Stadtwerken, ist bei Bürgerenergien. Und das wollen wir, eine dezentrale Energiewende. Die Kraft-Wärme-Kopplung gehört für mich zu einem ausgewogenen Energieversorgungssystem dazu. Ich selber war in dem Bereich vor einigen Jahren auch mal berufstätig und engagiert und habe damals schon sozusagen Klimaschutz und Energieeffizienz über den Bereich Kraft-Wärme-Kopplung selber betrieben. Das sind die beiden Schlagworte. Wir haben bei KWK-Anwendungen grundsätzlich natürlich eine ganz erhebliche CO2-Einsparung. Und wir haben, weil ja KWK nicht immer nur Groß-KWK ist, sondern eben auch mittelgroße Anlagen umfasst oder Kleinanlagen umfasst, wir haben den Vorteil, dass wir vergleichsweise geringe Leitungsverluste haben. Wir haben hohe Effizienz. Wir haben eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Netzausfälle. Und das spricht aus meiner Sicht sehr für KWK, die, und das kommt manchmal energiepolitisch vor, dass ich ganz leicht zur Mehrheitsmeinung in meiner Fraktion und in meiner Partei differiere. Aber in dem Fall kann ich Sie versichern, dass das Thema KWK in der Unionsfraktion seit jeher von besonders hohem Stellenwert ist. Ja, also das waren doch ganz interessante Statements aus meiner Sicht, denn ich, so wie ich es rausgehört habe, sehen tatsächlich alle Parteien die KWK auch im Energiemix der Zukunft. Aber was mir aufgefallen ist, gerade also auch aus den vergangenen Jahren heraus, da hat sich gerade bei den Grünen doch ein wenig, für mich, die Grünen haben sich inhaltlich weiterentwickelt. Frau Verlin hat ja viele Jahre gesagt, KWK ist noch zu fossil und deshalb braucht man KWK nicht. Aber inzwischen ist doch angekommen, dass KWK halt nicht fossil ist, sondern dass KWK nur die Brennstoffe fossil sind. Und Herr Köpke, ist das eine Einzelmeinung von Frau Uhlich gewesen oder ist das, glauben Sie, dass es auch bei den Grünen generell angekommen ist, dass die KWK auch erneuerbar kann? Also ich bin kein Mitglied der Grünen und kann Ihnen wenig sagen über die parteiinternen Diskussionen bei den Grünen zur Kraft-Wärme-Kopplung. Frau Uhlich war zuletzt Büroleiterin von Oliver Krischer, dem für mich wichtigsten energiepolitischen Kopf der grünen Bundestagsfraktion. Und ich kenne Herrn Krischer nun seit gut 20 Jahren. Er war damals Anfang der 2000er Jahre oder um die Jahrtausendwende war er Mitarbeiter von Michaele Hustedt, die bekanntlich zu den 4 Gründungsvätern und Gründungsmütter des Erneuerbaren Energiengesetzes zählt. Und Oliver Krischer zählte immer zu den Unterstützern und Förderern der Kraft-Wärme-Kopplung. Also ich denke, hat Frau Uhlich da eine gute Lehre, wenn ich das so sagen darf, bei Oliver Krischer gehabt. Also wird sicherlich von ihr einiges zu erwarten sein. Und ich denke, die Grünen wissen ziemlich genau, dass die Wärmewende allein nur mit erneuerbarer Energie nicht zu schaffen ist. Und bei den Grünen gibt es genügend Techniker, die wissen, Kraft-Wärme-Kopplung ist eine Technologie, ist kein Brennstoff. Ja, danke für die Einschätzung. Wir gehen ein Schrittchen weiter und wir schauen mal nach der Erreichung der Klimaziele im Stromsektor. Und wir wissen ja, dass Atom- und Kohlekraftwerke zukünftig zurückgebaut werden. Bis 2030 gehen enorme Leistungen aus dem Netz hinaus. Und ja, mit Blick auf die Arbeit hat ja Altmaier im Juni 21 diesen Jahres den Schätzungen des Stromverbrauchs für 2030 von 580 Terawattstunden pro Jahr auf 655 Terawattstunden pro Jahr angehoben. Und wir sehen auch einen weiteren steigenden Strombedarf durch die Wärmepumpen, natürlich auch durch die Industrie und durch die E-Mobilität auf uns zukommen. Schön ist es aber, und das ist, finde ich, auch eine tolle Botschaft, dass wir immerhin 50% des Stromverbrauchs heute mit erneuerbaren Energien schon schaffen. Das sind gut 540 Terawattstunden pro Jahr. Und wir haben eine Frage an die Politiker formuliert und dort gefragt, für welche Maßnahmen werden Sie sich einsetzen, um den Zubau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen? Und welchen Anteil schaffen wir realistisch aus erneuerbaren Energien und wie wird der restliche Strombedarf gedeckt? Achten Sie mal auch auf die zweite Fragestellung, wer uns da eine Antwort gibt. Sie stellen eine sehr schwierige und im Grunde genommen die Kernfrage der Energiewende. Ich will eins vor die Klammer ziehen, weil es mir auch ein Herzensanliegen ist. Ganz wichtig ist, dass wir den Bereich Ressourcen und vor allen Dingen Energieeffizienz im Auge behalten und dafür günstige Rahmenbedingungen schaffen. Ohne Energieeffizienz werden wir die Klimaziele nicht erreichen können. Aus einer Mehrzahl von Gründen. Beispielsweise, weil verfügbare Flächen für Onshore-Windkraft schon heute begrenzt sind. Da geht natürlich noch was und wir können auch noch weiter Akzeptanz schaffen, aber es ist trotzdem eine begrenzte und deswegen wertvolle Ressource und deswegen macht man sich sinnvollerweise Gedanken darüber, wie man damit verantwortungsvoll umgeht. Wie stelle ich mir vor, den Energiebedarf der Zukunft zu decken? wir werden nicht umhin kommen, das Thema Kraft-Wärme-Kopplung weiter sorgfältig zu fördern, weil es um die Wärmeerzeugung geht in wesentlichen Bereichen, und das umfasst beispielsweise auch Prozesswärme. Wir werden auch nicht umhin kommen, das Thema KWK deswegen im Auge zu behalten, weil auch das Thema der Versorgungssicherheit ein ganz gewichtiges ist. Für viele Unternehmen ist das Thema der Versorgungssicherheit im Energiebereich ein ganz wesentliches Kriterium für eine Ansiedlungs- oder Verbleibensentscheidung. Und das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Welche Maßnahmen stelle ich mir vor, um erneuerbaren Strom künftig noch stärker in den Markt einzuphasen und die Erzeugungsmöglichkeit zu ermöglichen? Das sind beispielsweise Programme, um bereits belegte Flächen mit PV-Stromerzeugungsmöglichkeiten zusätzlich zu belegen. Ich schaue auf meine Heimatstadt Braunschweig. Und wenn ich das beispielsweise bei Google Earth mache, dann sehe ich ganz viele Dächer, auf denen wir gar keine PV-Anlage finden. Das kann geändert werden. Ich sehe solche Dächer beispielsweise auch in Industriegebieten, nicht nur hier in der Region. Und selbst dort, oder ich sehe diese freien Dächer selbst dort, wo sich zum Beispiel eine Eigenstromnutzung regelrecht aufdrängt. Das heißt, wir müssen noch stärker überzeugen und die entsprechenden planerischen Rahmenbedingungen setzen und auch Anreize setzen. Anreize deswegen, weil eine dauerhafte Förderung meines Erachtens nicht das Mittel der Wahl ist. Wir sehen im Grunde genommen dann eine besondere Stärke der Erneuerbaren, wenn man sie in der Startphase kräftig unterstützt und sie dann, wenn sie marktfähig sind, auch laufen lässt und dann überflüssige Regulierung wegnimmt. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass PV sich so hervorragend entwickelt in Deutschland? Und das hat eben auch geklappt, weil marktliche Mechanismen im Bereich Platz gegriffen haben und nicht alles nur reguliert worden ist. Wie gesagt, ich sehe Möglichkeiten im Bereich der Onshore-Windenergie. Ich sehe das auch im Bereich Offshore-Windenergie und ich sehe das im Bereich Nearshore, also ein Bereich des Küstenmeeres, der noch stärker erschlossen werden muss. Und dann folgt oftmals die Frage, na gut, die Erzeugung ist die Energieumwandlung ist die eine Frage, wie schaffen wir den Leitungsbau? Das ist in unserer Republik kein ganz leichtes Thema. Ich bin dort für eine enorme Beschleunigung der Planungsprozesse und ich will jetzt nicht zu länglich in den Ausführungen werden, aber das ist zum Beispiel ein konkreter Anwendungsfall von Digitalisierung. Das heißt also, in eine Genehmigungsakte parallel hineinarbeiten zu können, ist kein Teufelswerk, kürzt aber die Genehmigungsdauern um oftmals Jahre ab. Ich kenne hier bei uns in der Nähe einige Entwickler, die feiern jetzt den 10. Geburtstag des ursprünglichen Genehmigungsantrages. Das kann so nicht sein. Wir müssen da wesentlich schneller werden und dann klappt es auch mit den erneuerbaren Energien, aber im Zusammenwirken mit Energie- und Ressourceneffizienz. Also wir müssen massiv vorankommen und die wichtigste Maßnahme ist Akzeptanzsteigerung für die Windkraft an Land. Und da fordern wir als Linke, dass es einen Windkraftcent für Anliegerkommunen gibt. Zum Beispiel pro erzeugte Kilowattstunde Windstrom in Ihrem Gemeindegebiet kriegen Sie 0,5 Cent als garantierte Zahlung. Nicht verrechenbar mit anderen Zahlungen an diese Kommune. Damit profitieren endlich die Kommunen auch von den Windrädern und damit die Bürgerinnen und Bürger von den Windparks in ihrer Umgebung. Der nächste Punkt ist, wir wollen Bürgerenergien massiv stärken, dass wir also die EU-Möglichkeiten ausschöpfen, bis 10 Megawatt erneuerbare Energien in Bürgerhand ohne Ausschreibung zu installieren. Das ist der nächste Schritt. Und als Linke fordern wir, dass die Netze, und zwar die Verteilnetze und die regionalen Netze miteinander gekoppelt werden, dass sie Spannungshaltung mit übernehmen, damit sich erneuerbare Energien besser integrieren lassen, ohne großen Überlandleitungsbau. Und nicht zuletzt brauchen wir Stromspeicher und Wasserstoffelektrolyse, damit wir zum einen mit dem Wasserstoff die Dunkelflaute überstehen, zum anderen die immer größer werdenden Stromerzeugungsspitzen, gerade im Sommer, wenn Solar- und Windstrom volle Leistung produziert, auch genutzt werden können und nicht abgeregelt werden. Wir werden schauen müssen, dass jetzt als erster Schritt der Ausbau der Erneuerbaren wieder beschleunigt wird, dass wir die Energiewende wieder in Schwung bekommen, insbesondere im Wind- und Solarbereich. Da bin ich sehr optimistisch auf Basis des Sondierungspapiers mit den 2% Windausbau. Hochbauflächen landesweit und den Solaranlagen auf den Dächern, dass wir da vorwärts kommen. Wir brauchen höhere Ausbauziele im Erneuerbaren Energiengesetz, damit wir auch zu mehr Erneuerbaren insgesamt kommen. 2030 werden wir über die Sektorkopplung in allen Bereichen erneuerbare Energien haben müssen. Das ist wichtig, weil ja auch der Kohleverstromung 2030 im optimalen Fall beendet ist. Und deshalb werden wir in dem Bereich dann auch beim Gebäudebereich für die Wärme zu Effizienzen kommen müssen, die höher sind als die jetzigen. Wir müssen im Gebäudebereich sehr viel tun und dann schauen, welchen Wärmebedarf wir da haben. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich ein Delta bestehen bleibt, der gedeckt werden muss durch verbleibende Gaskraftwerke an der Stelle wahrscheinlich. Ja, es ist aus meiner Sicht schon erstaunlich, wie Peter Altmaier zum Ende seiner Legislaturperiode dann doch noch erkannt hat, dass er vielleicht in der Kalkulation des Bruttostromverbrauchs ein bisschen daneben gelegen hat, so würde er es formulieren. Ich würde sagen, drastisch daneben gelegen. Und das Ministerium hätte es auch besser wissen müssen. Es hat es deswegen nicht besser wissen wollen, weil es den Ausbau der erneuerbaren Energien verhindern wollte. Das ist Gott sei Dank vorbei. Und es ist nicht mehr die Frage, welche von verschiedenen Maßnahmen wir eigentlich brauchen, um die Energiewende voranzutreiben, sondern wir brauchen alles. Wir brauchen einen nennenswerten Zubau von Onshore-Windenergieanlagen als das Lastenpferd der Energiewende. Mindestens 5 Gigawatt pro Jahr. Dazu brauchen wir eine völlige Veränderung der Genehmigungspraxis, dass es nicht mehr 6 Jahre dauert, bis Windenergieanlagen genehmigt werden. Wir brauchen einen massiven Zubau von Photovoltaik. Und wir müssen noch mal gucken, ob wir eventuell noch Potenziale auch im Offshore-Bereich haben. Also wir werden alles brauchen. Gleichzeitig brauchen wir eine Optimierung der Netze. Das ist ein extrem spannendes Thema, auch wie Netze gefahren werden, nicht nur Netze gebaut, sondern auch die Frage, was kann man eigentlich an Netzeffizienz auch tatsächlich noch herbeiführen. Ja, also das haben Sie auf die zweite Frage geachtet, also welchen Anteil EE wir wirklich bis wann im Netz haben. Auf die Frage hat niemand geantwortet. Aber, und das ist das Schöne, es sind sich alle einig, wir brauchen natürlich den Zubau erneuerbarer Energien, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch da zweifelt keiner dran. Aber was schön war, es wurden einige Maßnahmen genannt. Ich habe die mal mitnotiert. Also zum einen Energieeffizienz im Gebäudebereich, aber auch im Industriebereich, schnellere Genehmigungen, parallel den Genehmigungsakten arbeiten, gerade auch dann für den Netzausbau sind solche Dinge relevant. Die Art der Netzfahrweise wurde angesprochen, Netzeffizienz, Verteilnetze sollen Spannungshaltungen übernehmen, zusätzliche Flächen für PV-Anlagen, der Ausbau von Wind muss natürlich überall vorangehen, aber auch Dinge wie kriegt man den sozialen Konflikt vielleicht gelöst, dass man sagt, Windkraftzins für Kommunen, mehr Bürgerbeteiligung, natürlich auch den Strom aus Wasserstoffproduktion später zu nutzen. Herr Köpke, wie ist Ihre Einschätzung zu diesem Thema? Glauben Sie, dass wir unsere Ziele von 655 Terawattstunden bis 2030 erneuerbar hinbekommen? Also nicht mit dem zurzeit vorhandenen Regelwerk, das wir an Gesetzen und Regularien haben. Also die neue Ampelkoalition, die ja angekündigt hat, in der Nikolauswoche uns alle dann überraschen zu wollen mit dem Abschluss ihres Koalitionsvertrages und der Wahl von Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler, hat er einiges an Hausaufgaben zu erledigen. Und dann, ja, kann ich mir vorstellen, aber es gibt einiges zu tun, vor allen Dingen bei der Genehmigung von erneuerbaren Projekten. Wir brauchen auf alle Dinge viel mehr Fläche. Also diese 2%, das er als Ziel im Sondierungspapier steht, ist, glaube ich, die untere Grenze. Wir brauchen auch wesentlich mehr Bürgerenergie. Wir müssen die Bevölkerung vor Ort wieder mehr für erneuerbare Energien begeistern. Das hatten wir alle schon mal nach Fukushima. Da gab es einen richtigen Run auf die Gründung von Bürgerenergiegenossenschaften. Der ist in den letzten Jahren absolut abgeflaut und das Interesse an dem Thema ist da. Wir sehen das ja bei den ganzen Demonstrationen mit Fridays for Futures. Klimaschutz ist zurück auf der politischen Agenda. Wir müssen aber die Politik muss den Bürgern die Chance geben, sich an diesem Prozess beteiligen. Und das kann ich am besten über eine finanzielle Beteiligung. Und da muss einfach wesentlich mehr passieren. Das Gleiche gilt auch für das Thema Mieterstrom. Ich bringe die Energiewende in die Städte und biete den Leuten, die kein eigenes Dach haben, die Möglichkeit, an den Vorteilen der Solarenergie zu partizipieren. Aber dafür brauche ich wieder ein vernünftiges Rahmenwerk. Also da hat die Ampelkoalition, sofern es sie dann ab der Nikolauswoche gibt, viel, viel zu tun. Herr Köpke, danke. Ich glaube, Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es reicht halt nicht, Ziele zu definieren, auch technische Lösungswege aufzuzeigen, sondern wir müssen die Bürger in Deutschland mitnehmen, dass erneuerbare Energien ja wieder, wegen meiner auch sexy werden, dass jeder beteiligt werden kann, dass wir so über diese Beteiligung letztendlich dann auch zu den erneuerbaren Energien kommen, die wir dringendst brauchen. Wir haben eine Frage hier aus dem Chat von Herrn Wolfgang Hamann bekommen und er fragt uns, was mache ich mit überschüssiger Abwärme bei KWK im Sommer? Gut, ich glaube, da kann ich ganz gut darauf antworten, weil wir als Stadtwerke Lemgo natürlich ein großer KWK-Anlagenbetreiber sind. Wir setzen bei uns im Sommer sowieso zunehmend die IKWK-Anlagen ein und so, dass wir sowieso versuchen, erneuerbare Wärme in die Netze reinzubekommen. Wenn wir trotzdem KWK-Anlagen laufen lassen müssen, weil es der Strommarkt braucht, dafür haben wir große Speicher, so dass wir diese Wärme problemlos einspeichern können und dann zeitversetzt wieder in unser Fernwärmenetz hineingeben können. Ich hoffe, die Frage ist somit beantwortet, Herr Hamann. Ansonsten fragen Sie gerne nach. Auch andere, bitte schreiben Sie uns einfach in den Chat bei YouTube oder info@bkwk, wenn Sie Fragen haben. Wenn wir sie hier nicht beantworten können, nehmen wir die Fragen gerne mit und werden sie entweder in den nächsten 2 Tagen oder im Nachgang gerne beantworten. Wir kommen zu einem wichtigen Thema auch nochmal, zum Thema Deckung der Residuallast. Wir haben mit steigender Stromnachfrage zu tun und wir haben bereits 2018 vom BKWK eine Studie aufgelegt, die klar gezeigt hat, dass mit KWK die Residuallast, wenn man parallel die Stromverbraucher wie Wärmepumpen ausbaut, parallel dazu KWK-Anlagen baut, in allen Netzebenen, auf der untersten Netzebene oder auch in den Transportnetzen, die Residuallastbedarf deutlich senken kann. Deshalb fordert der BKWK schon lange, dass wir die Residuallast zu 100% aus KWK-Anlagen decken wollen. Und dazu haben wir die Frage gestellt, wie stehen Sie zur Forderung der Residuallast zu 100% aus KWK-Anlagen zu decken und welche Alternativen sehen Sie dazu? Ich glaube tatsächlich, dass KWK insofern eine wesentliche Rolle spielt, ob es zu 100% gelingen kann und gelingen sollte. Gelingen sollte vielleicht ja, weil ich ein großer Freund der KWK bin. Ob es gelingen kann, bin ich mir nicht so vollständig sicher, weil wir natürlich bei der Kraft-Wärme-Kopplung immer auch, also wir müssen beides absetzen können. Wir müssen den erzeugten Strom absetzen können und wir müssen idealerweise eine Wärmesenke haben. Und wenn wir keine Wärmesenke natürlicherweise haben, dann kann man sich natürlich Wärmesenken produzieren und kann versuchen, die Wärme zu produzieren und zu speichern und dann an andere Orte zu verbringen. Auch solche Überlegungen gibt es ja hier und da. Und da wird auch noch eine Menge passieren. Ich meine, realistischerweise werden wir, um das Thema Versorgungssicherheit abdecken zu können, auch nicht vollständig auf schnell anfahrbare, beispielsweise Gaskraftwerke, verzichten können in der Zwischenzeit. Also die Residuallast sollte aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gedeckt werden, größtenteils. Und wir differenzieren vorübergehend, dass wir Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gerade bei Fernwärme, gerade auch in Städten haben werden, die eben vorübergehend noch mit Methan aus konventionellen Lagerstätten befüllt werden bzw. betrieben werden oder zukünftig mit Wasserstoff und eben KWK-Anlagen, die aus Biogas stammen. Und die Biogasanlagen sollten zukünftig anders betrieben werden, nämlich so als Residuallast, dass sie, wenn Wind- und Solarstrom ausreichend verfügbar sind, sie keinen Strom produzieren, sondern das Gas speichern bei sich oder im Gasnetz. So können wir 100% erneuerbar aus KWK-Anlagen in Städten und KWK-Anlagen bei Biogasanlagen sicherstellen. Wir haben ja bereits bestehende Gaskraftwerke, die zum Teil auch auf Wasserstoff-ready umgebaut werden können. Ich halte es für sinnvoll, bestehende Kraftwerke jetzt nicht deshalb in die Reserve zu schicken oder abzuschalten, nur weil sie keine KWK-Anlagen sind. Gleichzeitig gibt es das von mir eben schon beschriebene Delta, sodass wir schauen müssen, dass wir da insgesamt bei Versorgungssicherheit ankommen. Natürlich, und das ist wichtig, muss jeder Energieanlage, die gebaut wird, erneuerbaren tauglich sein, entweder über grünen Wasserstoff oder aber dann über Wind, Sonne oder halt die Wärmepumpe. Ich kann diese Forderung gut nachvollziehen. Ich habe die auch schon vor einigen Jahren gehört. Wir haben uns aber bewusst nicht dafür entschieden damals und ich bin auch nicht sicher, ob wir das diesmal machen werden. Denn letzten Endes bestimmt der CO2-Preis auch die Merit Order, welchen Strom wir denn tatsächlich nehmen. Und ich glaube, dass der CO2-Preis eben der KWK besonders in die Karten spielt. Von daher glaube ich, wird sich das sowieso einregeln, was sie gerne haben möchten, auch wenn wir diesmal von der Regelung her ein bisschen vorsichtig sind, in den Wettbewerb einzugreifen. Ja, also ich habe es jetzt so mitgenommen, dass man da nicht in den Wettbewerb eingreifen möchte, sprich man, ja, Saathoff sagte das und ich verstehe das nicht so ganz, weil die Alternative der Kraftwerke ohne Wärmenutzung auf der grünen Wiese sind ja im Regelfall Gaskraftwerke, die in der Netzreserve sind und diese Netzreserve wird letztendlich dann über die Netzentgelte bezahlt und ist überhaupt nicht im Wettbewerb und deshalb verstehe ich die Aussage da nicht so ganz. Also für mich werden da irgendwie Äpfel mit Birnen verglichen. Herr Köpke, sehen Sie das auch so? Exakt so. Also ich verstehe auch den Einwand von Herrn Saathoff nicht. Also in der Tat, also diese neuen Gaskraftwerke, die wir jetzt überall im Land sehen, werden zu 100% über die Netzentgelte finanziert und sind außerhalb jeglichen Wettbewerbs. Also mein Tipp an Herrn Saathoff, da nochmal drüber nachzudenken, weil er ist einer der wichtigsten energiepolitischen Akteure in Berlin und er bekommt das auch noch hin, da den entsprechenden Dreh zu finden. Ja genau, für solche Dinge machen wir ja solche Veranstaltungen. Wir möchten die gerne aufklären, Informationen weitergeben und genau dafür dienen solche Tage. Und wenn mal jemand vielleicht auch, wenn man so vor der Kamera steht, mal ohne ausreichend nachgedacht zu haben, was Falsches gesagt hat, dann ist das halt so. Aber wir helfen ja gerne. Frau Uhlich hat ja gesagt, sie sieht eigentlich dann zukünftig das Thema Wasserstoff auch in diesen großen Kraftwerken auf der Wiese. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil wenn wir den Wasserstoff haben, der ist ja besonders kostbar, dieses Gut, und weshalb man dort dann nicht wirklich einen sehr hohen Nutzungsgrad erreichen sollte. Meiner Ansicht nach muss man das tun. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Politik manchmal es auch wirklich schwierig hat. Wir haben in letzter Zeit unendlich viele Studien gesehen. Ich war selbst auch bei der Vorstellung der Langfristszenarien dabei und da möchte ich Ihnen ein kurzes Beispiel mal geben, wie aussagekräftig diese Studienergebnisse ja letztendlich sind. Und wir haben da gesehen, dass die KWK bis 2030 durchaus im Energiemix ist, aber danach kaum noch KWK gezogen wird und man die KWK dann im Energiemix der Zukunft nach 2030 eigentlich gar nicht mehr sieht. Und da habe ich nochmal danach gefragt, wie das denn sein kann. Und die Antwort war einfach. Man hat dann gesagt, der Strom und die Wärme werden halt nicht gleichzeitig mehr benutzt benötigt nach diesen Simulationsmodellen. Und deshalb ist die KWK ja dann halt nicht mehr die Technik, die man dort braucht. Und wenn man dann mal nachgefragt hat, ja, aber wie ist das denn? Wärme können wir ja speichern. Wir können ja durchaus über mehrere Tage sogar mit unseren Großspeichern die Wärme verschieben. Und wie wurden denn die Speicher dort berücksichtigt, die Wärmespeicher insbesondere? Da kam also Wärmespeicher sind einfach zu teuer. Und deshalb würde man, und man hätte sie ja auch nicht, und dann habe ich nochmal nachgehakt, ja, wie habt ihr das denn modelliert? Und dann kam raus, dass man das auf Basis von 2 Kubikmeter Speichern die Preise hochgerechnet hat. Und dann nochmal weiter nachgehakt, also ich habe den Chatverlauf dann auch mal mitgechattet, mit aufgeschrieben, nochmal weiter nachgefragt. Ja, kam dann letztendlich raus, dass man diese ganzen Dinge so nicht berücksichtigt hat. Beispielsweise auch nicht, dass man mit dem Fernwärmenetz einen riesen Speicher hat. Wenn ich einfach die Vorlauftemperaturen ein wenig erhöhe, kann ich dort problemlos Energie in so einem Fernwärmenetz, Wärmeenergie speichern. Von daher ist das nicht ganz so nachzuvollziehen. Und ja, vielleicht ist es auch einfach schwierig für die Politik, wie gesagt, diese ganzen Studienergebnisse einzusortieren. Und ich habe das Gefühl, dass oftmals dann auch gerade bei den Kollegen, die diese Studien machen, ein wenig Praxisbezug fehlt. Und natürlich schreibt man natürlich auch eine Studie, sage ich mal, für den Auftraggeber. Das darf man auch immer nie vergessen. Aber ich glaube, das hat unsere Politik sehr gut im Auge. Ich habe so überlegt, vielleicht macht es tatsächlich Sinn, jetzt nach den Koalitionsverhandlungen relativ zügig, um die PS auf die Straße zu bekommen, so eine Expertenkommission einzuberufen und ja, die dann realitätsnäher entscheiden kann. Herr Köpke, was halten Sie von so einer Idee, so eine Expertenkommission aus Praxis, ja, aus den Praktikern noch der Politik zur Seite zu stellen? Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Wenn wir mal 2 Jahre zurückgehen, die Kohlekommission hat ja gezeigt, dass selbst aus gesellschaftlich sehr heterogenen Gruppen es durchaus nach einem Diskussionsprozess Ergebnisse zustande kommen können, die alle mittragen. Und so eine Expertenkommission, der sehr viele Praktiker angehören sollten, meines Erachtens, kann wirklich der Politik für die kommenden 4 Jahre einfach einen Pfad vorzeigen, der machbar ist, der finanzierbar ist und der auch den entsprechenden Erfolg bringen wird. Denn Ihre Kritik an dieser inflationären hohen Zahl von Gutachten, die teile ich vollkommen. Also als wir beide unsere Promotionsarbeit geschrieben haben, waren Gutachten noch was Besonderes. Also sie waren aufwendig, sie waren wissenschaftlich hoch angelegt. Heute bekommen Sie jeden zweiten Tag so ein Gutachten auf den Tisch. Das sind Auftragsgutachten, die von Unternehmen, von Interessengruppen finanziert werden. Und die machen die Runde und schaffen mehr Verwirrung als Aufklärung. Also mein Petitum ist, diese Expertenkommission à la Kohlekommission auf jeden Fall schnell und am besten mit einer begrenzten, in Anführungsstrichen, Laufzeit. Ich denke, so ein Pfad für die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft hierzulande, inklusive der Sektorenkopplung, kann man in gutem halben Jahr erarbeiten. Ich denke, die wesentlichen Fakten sind da und die Experten sind auch vorhanden. Ja, danke, Herr Köpke, für die Einschätzung. Ich glaube, das wäre wirklich eine gute Sache und wir haben da auch nochmal nachgehakt. Wir haben ja schon über die Residuallast quasi gesprochen. Wir haben über, ich möchte gerne hin zu ja, Mindestanforderungen, wenn wir die teuren erneuerbaren Gase nutzen oder auch Wasserstoffe nutzen. Und deshalb haben wir die Frage gestellt, wie stehen Sie zu der Idee, einen Mindestnutzungsgrad für alle Kraftwerke von 80% ordnungsrechtlich zu verankern? Grundsätzlich ist es sinnvoll und wichtig, Energie möglichst effizient zu nutzen. Gleichzeitig gibt es bereits bestehende Anlagen. Wir müssen perspektivisch schauen, welche Bedarfe überhaupt noch bestehen, wenn wir Wind und Sonne wirklich gut nutzen, wenn wir Wasserstoff einsetzen, grünen Wasserstoff, wenn wir die Gebäudesanierung vorangetrieben haben über die Sektorkopplung. Da werden noch Entscheidungen fallen müssen, wie das Stromsystem, wie das Energiesystem der Zukunft ausschaut. Ein Mindestnutzungsgrad von 80% im Falle der Residuallast sollte sichergestellt sein. Sorgen mache ich mir, wenn man Kraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke immer nur betreiben kann mit Wärmeauskopplung, weil es gibt Situationen, wo wir keine Wärmeauskopplung haben. Das heißt, ungünstige Wetterlagen im Sommer, nachts kann es sein, dass wir Residuallast brauchen für Stromerzeugung. Da ist aber eine Wärmeauskopplung nicht möglich. Das heißt, das muss gut differenziert sein, dass diese Forderung nicht dazu führt, dass dann im Endeffekt notwendige Kraftwerke nicht gebaut werden, beziehungsweise Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen nicht betrieben werden. Diese Festlegung, diese ordnungsrechtliche Festlegung ist an sich, wäre an sich wünschenswert. Aber im wirklichen Leben ist es nicht ganz unkompliziert. Wie machen wir es mit Bestandsanlagen? Was machen wir mit Bestandsanlagen, die diese 80% nicht erreichen? Müssen die sofort vom Netz genommen werden? Geben wir denen eine ich sag mal, eine Pufferzeit, an der sie sich anpassen können, wird, wenn sie kurz davor stehen, 80% zu erreichen, wird das dann gefördert oder. Ich glaube, der Schritt, das Ganze ordnungsrechtlich festzulegen, ist zwar erstmal eine ganz gute Idee, aber ich bin da für ein bisschen mehr Freiheit. Ich bin dafür, das Thema anzureizen. Und da macht es natürlich auch unter Ressourcengesichtspunkten Sinn, so viel wie möglich aus dem eingesetzten Energieträger herauszuholen. Das kann aber vor allen Dingen auch der Markt und die Nachfrage regeln, und zwar dauerhaft, weil eines nicht passieren darf. Wenn wir heute 80% festlegten, gesetzlich, dann zeigt die Erfahrung, dass diejenigen, die deutlich drüber kämen, das gar nicht mehr so versuchen. Das heißt also, wir würden sozusagen eine Stopplinie bei 80% in etwa einziehen. Und ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Und deswegen finde ich das als eine Orientierungsmarke ganz gut. Ich scheue mich allerdings, das sozusagen gesetzgeberisch mit einem festen Strich einzuziehen. Ja, auch diese Forderung habe ich schon mal vernommen vor einiger Zeit. Und ich kann diese Forderung auch absolut nachvollziehen. Das macht für den Klimaschutz sicher Sinn. Aber wir würden massiv in den Markt eingreifen. Man muss sehen, dass wir bei der Abschaltung von Kohleenergie schon in den Markt eingegriffen haben und vielleicht nach Ergebnis der Koalitionsverhandlungen auch nochmal wieder eingreifen werden, sodass ich da ein bisschen vorsichtig dabei bin. Ich finde die Idee, die dahinter steckt, absolut richtig, so viel KWK wie irgendwie nötig zu nutzen. Vielleicht kann man es auch anders sicherstellen als nur über ordnungspolitische Maßnahmen. Ja, also das war jetzt ganz spannend. Herr Saathoff und Herr Müller wollen nicht in den Markt oder auch nicht in den Wettbewerb eingreifen, aber wir kommen noch mal kurz zurück auf das, was wir vorhin gesagt haben. Also eigentlich haben wir ja, wenn wir mal an die Reservekraftwerke denken, die über Netzentgelte finanziert werden, keinen richtigen Markt. Und wir haben auch auf der Strommarktseite keinen richtigen Markt, weil es dort letztendlich eine Deckelung gibt bei der Vergütung. Für mich ist das nicht richtiger Wettbewerb, oder, Herr Köpke, sehen Sie das anders? Nö, da teile ich Ihre Einschätzung voll und ganz. Aber dennoch teile ich die Einschätzung von Johann Saathoff, was jetzt die Residuallast betrifft. Also ich glaube auch, man soll so viel wie möglich dann über KWK abdecken. Das hängt immer von einem einzelnen Projekt ab, von einem einzelnen Standort ab. Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir bei der sich abzeichnenden Ampelkoalition einen Gesetzesentwurf bekommen, der dem Wunsch des BKWKs zu 100% entspricht. Also es wird so, ja, so einen Mix geben, also dass man als Betreiber schaut, was wirklich machbar ist, und dass wir die Betreiber versuchen, so viel wie möglich Effizienz aus ihrer KWK-Anlage rauszuholen, und mal sehen, was dann bei der nächsten Bundestagswahl rauskommt. Ja gut, aber das bedeutet ja dann doch letztendlich, dass wir uns zumindest für eine Übergangszeit auf Strom aus dem Ausland verlassen müssen. Oder gibt es dort andere Möglichkeiten? Also Deutschland ist seit Gründung ein Energieimportland. Also ich kann jetzt nicht Energieimporte per se verteufeln, aber ich denke, es muss den Grundsatz für die kommende Energieversorgung geben. Also wir müssten so viel wie möglich erneuerbare Energien aus dem eigenen Land nutzen und zu sagen, den Rest, der so klein wie möglich sein sollte, dann importieren. Und woher dann der Ökostrom kommt, das müsste auch nochmal eine Diskussion sein. Also wir können nicht Ökostrom aus Ländern importieren, die ja, die einen demokratiefeindlichen Hintergrund haben. Also das ist für mich, das schließt sich aus. Ja, danke. Wir werden ja durch den erneuerbaren Zubau irgendwann auch, teilweise ist heute auch schon, dahin kommen, dass wir ja Strom, Windräder abriegeln müssen. Und deshalb haben wir eine weitere Frage an unsere Politiker gestellt. Die Frage, was ist Ihr Konzept, um den gesamten erneuerbaren erzeugten Strom zu nutzen und nicht abzuriegeln? Ja, hemmen ist besser als brücken, sagt man in Ostfriesland. Also haben ist besser als nötig haben. Deswegen ist es richtig, dass Strom möglichst nicht abgeregelt wird. Das Instrument der Stunde ist Nutzen statt Abregeln. Ich war schon immer ein Freund von Nutzen statt Abregelung. Und wir haben in der letzten Legislaturperiode schon für die ersten Maßnahmen dazu gesorgt. Und in Ostfriesland, also wir würden sagen, Nettegrad in Ostfriesland, hat man all dort, was man braucht. Man hat alles vorhanden, was man braucht, um Nutzen statt Abregeln auch möglich zu machen. Man kann mit erneuerbaren Energien Strom erzeugen und ihn umwandeln in Wasserstoff, den Wasserstoff speichern in Erdgaskavernen zum Beispiel. Man könnte ihn auch beimischen ins internationale Gastransportnetz. Also Nutzen statt Abregeln ist auf jeden Fall das, was in dieser Legislaturperiode ein ganz interessantes Thema sein wird. Ich halte es für sinnvoll, den erzeugten Strom grundsätzlich zu nutzen, sei es entweder durch die Herstellung von grünem Wasserstoff, den wir perspektivisch nicht nur in der Industrie brauchen werden, sondern auch für bestimmte andere Bereiche, wo wir Strom nicht direkt einsetzen können. In Ausnahmefällen kann es auch sinnvoll sein, ihn für die Wärmeversorgung zu nutzen. Gleichzeitig ist ganz klar, aus Effizienzgründen ist es das Sinnvollste, den Strom direkt einzusetzen. Das Thema Nutzen statt Abregeln war eine Überschrift, die schon in der jetzt hinter uns liegenden Legislaturperiode viele energiepolitische Verhandlungen ganz wesentlich mitbestimmt hat. Es macht natürlich immer Sinn, insbesondere dann, wenn es besonders wirtschaftlich ist, Energie, die erzeugt ist, die vorhanden ist, zu nutzen. Dazu ist es erforderlich, dass wir Energie speicherbar ausgestalten. Und das kann über verschiedene Wege erfolgen, über batterieelektrische Speicherung, das kann über Wärmespeicher, wir hatten vorhin bei einer anderen Frage schon darüber geredet, erfolgen. Das geht deutlich über eine Tauchsiederlösung hinaus und da wird, glaube ich, eine ganze Menge passieren. Und das Thema ist natürlich auch im Zusammenhang mit Wasserstoff zu diskutieren. Also überschüssigen Strom in Elektrolyseuren zu Wasserstoff umzuwandeln und damit Energie speicherbar zu machen. Das muss wirtschaftlich sein. Ich glaube, dass wir da technisch noch eine kleine Wegstrecke vor uns haben. Ich bin da aber ganz optimistisch, dass es klappen wird. Auf der anderen Seite, klar, wir haben, je mehr wir erneuerbaren Strom produzieren, größere Schwankungen, größere Ausschläge. Ich gehe im Moment allerdings nicht davon aus, dass wir über diesen sogenannten Überschussstrom, den wir dann vielleicht umwandeln, vielleicht in Wasserstoff, ja, damit werden wir nicht unsere Energieprobleme, unseren Energiebedarf decken können. Dieser Überschussstrom ist vergleichsweise nach heutiger Sicht, macht einen vergleichsweise marginalen Bereich aus oder eine marginale Menge aus. Trotzdem ist es gut, diesen zu nutzen, wenn es ins System passt und wenn es wirtschaftlich ist. Also diese Theorie, dass der Netzausbau der entscheidende Faktor ist, stimmt insofern nur bedingt, weil es gibt genügend Wetterlagen. In Zukunft wird es noch viel mehr geben. Da gibt es überall zu viel Strom. Und wohin will man ihn dann leiten, wenn überall zu viel Strom ist? Unser erstes Konzept ist, wir müssen Strom so nah wie möglich verbrauchen, dezentral. Das heißt, Kopplung der Verteil- und Regionalverteilnetze. Zum Beispiel, dass Hamburg aus Schleswig-Holstein versorgt werden kann, was im Moment nicht geht. Dass Brandenburg, Berlin direkt versorgt, ohne Übertragungsnetz. Das geht. Und wir müssen, das ist unser Vorschlag, endlich die Kosten für die Netzentgelte auf einer anderen Basis abrechnen. Wenn Industrieunternehmen den höchsten Rabatt erhalten, wenn sie 8000 Stunden lang denselben Strom abnehmen, dann ist das nicht gut für die Energiewende. Wir müssen endlich die Netzentgeltsystematik so umstellen, dass die Industrieunternehmen dazu angehalten werden, der Erzeugung zu folgen. Das wäre ein großer Anteil, den wir wegnehmen können. Zum Beispiel können die Aluminiumhersteller in Hamburg ihre Leistung um 25% hoch und runter nehmen. Das könnten sie technisch. Sie machen es nicht, weil sie damit finanziell im Moment bestraft werden. Das heißt, an dieser Stelle brauchen wir eine andere Gesetzgebung. Das reicht völlig aus. Oder eine andere Abgabenordnung. Und ein weiterer Aspekt ist, wir brauchen wesentlich mehr Speicher, Kurzzeitspeicher und dazu parallel die Nutzung oder Umwandlung von Strom in chemische Energie, das heißt Wasserstoffelektrolyse, um dann über die Wasserstoffelektrolyse vielleicht Methanisierung, die Energie zu speichern für den Winter, für die Dunkelflaute und damit die Spitzen zu nutzen. Und ganz nebenbei vergessen wir die Wärmespeicher bitte nicht. Auch die können helfen, Erzeugungsspitzen gut zwischenzupuffern. Ja, also Nutzen statt Abregeln wollen auf jeden Fall alle Parteien. Das sind sich alle einig. Aber die Prioritäten sind vielleicht doch ein bisschen unterschiedlich. Es wurden eine Menge an Vorschlägen genannt. Ich nenne mal einige. Wir sollen speichern, die Strom und die Wärme natürlich, Digitalisierung der Netze. Das ist mir noch nicht so ganz klar, wo das dann wirklich funktionieren soll und wie das beitragen soll. Aber wird man sich schon was bei gedacht haben. Man soll Wasserstoff produzieren. Absolut gute Möglichkeit, um die überschüssigen Erneuerbaren speicherbar zu machen und natürlich auch die Möglichkeit regionaler Konzepte, die halt nicht durch die Netzentgelte behindert werden und ein anderer Strommarkt, bei dem die Erzeugungspreise dann auch wirklich ankommen. Und gut, bei unserem Kunden kommen ja letztendlich Preise an, die durch einiges an Umlagen belegt sind und insbesondere die EEG-Umlage soll ja zukünftig abgeschafft werden. Herr Köpke, wie sehen Sie das aus Sicht der Erneuerbaren? Ist das eine gute Idee, dass die EEG-Umlage abgeschafft wird? Ja, eindeutig ja. Und das wird auch so kommen bis Mitte der 20er Jahre. Alles, was man hört aus den Kreisen der Ampelkoalition, von den drei Parteien, ist das ja ein Konsens, dass man sagt, gerade ja auch vor dem Hintergrund der in den letzten Wochen explodierenden Energiepreise wird zumindest für den Strombereich eine kleine Entlastung geschaffen, indem die EEG-Umlage immer mehr abgeschmolzen wird, was ja jetzt auch für das kommende Jahr, für 2020 schon der Fall ist. Und lassen Sie mir noch einen Satz sagen zum Thema Überschussstrom. Ich glaube, wir sollten in 2, 3, 4 Jahren uns von diesem irreführenden Begriff Überschussstrom verabschieden. Also im Zeitalter der Sektorenkopplung darf es einfach keinen Überschussstrom mehr geben. Also Strom, den wir gefördert haben, wir als Steuerzahler, der dann einfach nicht für sinnvolle ökologische Maßnahmen genutzt wird. Sowas darf es in 2, 3, 4 Jahren einfach nicht mehr geben. Toller Wunsch, das wünschen wir uns alle. Wie gesagt, die Wege dorthin sind, glaube ich, unterschiedlich, aber das muss natürlich das Ziel sein, dass wir den wertvollen erneuerbaren Strom, die erneuerbaren Ressourcen auch wirklich vollständig nutzen. Wir haben hier eine Frage aus dem Chat von Herrn Welticke-Fabricius. Sollte man die Flexibilisierung nicht konsequenterweise über die Netzentgelte finanzieren? Das ist billiger und schneller als Großkraftwerk. Und die gleiche Frage von mir geht nochmal in eine ähnliche Richtung. Was halten Sie von regionalen Netzentgelten, die dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage in ein gewisses Gleichgewicht gebracht werden? Wird sowas bei den erneuerbaren Verbänden diskutiert oder ist es bei Ihnen so noch gar nicht angekommen? Die zweite Teilfrage kann ich nicht beantworten, weil ich da zu wenig von den Internen weiß bei den erneuerbaren Energieverbänden. Also das kann sich vielleicht in den nächsten Wochen ändern. Es läuft im Gesamtverbund des Bundesverbandes Erneuerbare Energie ein Integrationsprozess aller bestehenden Gruppierungen, Verbände und Organisationen, die alle zurzeit bei den erneuerbaren Energien tätig sind. Und dann hoffe ich, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, hoffentlich noch in diesem Jahr, dass es dann die eine Stimme gibt und die Fachleute geben wird, die sich mit solchen Fragen auch beschäftigen. Die Frage von Herrn Welticke-Fabricius kann man ganz eindeutig mit Ja beantworten. Also das muss auch Teil dieses 100-Tage-Programms sein der neuen Regierung, mit der sie wirkliche energiepolitische und klimapolitische Maßnahmen einleitet. Also da gehe ich vollkommen d'accord mit ihm. Ja, danke für die Einschätzung. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, habe ich Ihnen noch mal eine Karte mitgebracht, eine Karte aus einer Veröffentlichung der TU Hamburg und die uns so ein bisschen den Residuallastbedarf zeigt. Und wir sehen dort im Westen einen großen Bedarf an Strom und natürlich oben im Norden und auch teilweise im Osten Überschuss dieser Energie, wie wir ja gerade diskutiert haben, hoffentlich demnächst nicht mehr so haben werden. Nichtsdestotrotz, wir müssen ja irgendwie für einen Ausgleich sorgen, den Strom vom Norden runterleiten zum Süden oder auch in Richtung Ruhrgebiet. Glauben Sie da an die Kupferplatte Deutschland oder geht es dann doch vielleicht eher über Wasserstoff? Also ich weiß nicht, hat es diese Kupferplatte Deutschland jemals gegeben? Also ich kann mich an Diskussionen zu diesem Thema erinnern, die haben kurz nach der Jahrtausendwende begonnen und seitdem wabert dieses Thema durch alle möglichen energiepolitischen Debatten. Diese Kupferplatte wird es auch in den nächsten Jahren nicht geben. Und ich bin mal gespannt, wann wirklich diese HGÜ-Leitung, diese 4 großen Stromtrassen von Nord nach Süd, wann es die wirklich geben wird. Also da will sich ja momentan keiner der Übertragungsnetzbetreiber festlegen, wann die Inbetriebnahme wirklich stattfindet. Und dann haben wir immer wieder neue Szenarien. Dann ist jetzt eine 4. HGÜ-Trasse als notwendig erachtet. Also ich weiß es nicht, wann es diese Kupferplatte jemals geben wird. Deshalb wird diese, ich nenne das jetzt auch mal regionale Speicherung von grünem Wasserstoff, die wird es vor allen Dingen an der Küste geben, in den Küstenregionen und bei vielen regionalen Projekten auch vor Ort. Also es wird so einen Mix geben, ne? Also es wird nicht die allein selig machende Lösung geben, wie so vieles in der Energiewirtschaft. Wir werden verschiedene Pfade haben. Ja, also da glaube ich auch mit Sicherheit dran. Mich hat so ein bisschen aufgeschreckt, dass wir in den Langfristszenarien ja schon ab 2030 den deutlichen Gasverteilnetzrückbau gesehen haben. Und gerade zu diesem Thema Wasserstoff wird ja oft diskutiert, gibt es reine Wasserstoffnetze oder machen wir die Erdgasbeimischung? Vielleicht mal ein paar Informationen noch zu unserer Versorgung über das Erdgasnetz. Wir haben heute gut 13,6 Millionen industrielle und gewerbliche Letztverbraucher am Erdgasnetz und 19 Millionen Haushalte, das sind ungefähr 50% aller Haushalte in Deutschland, über das Gasverteilnetz versorgt. Also wer die Industrie und die Gewerbe und insbesondere die Haushalte dekarbonisieren will, der wird letztendlich am Erdgasnetz wahrscheinlich auch nicht vorbeikommen. Wir haben eine Ausspeisung im Verteilnetz von ungefähr 755 Terawattstunden und wir wollten wissen, wie die Politik dieses Thema einschätzt und haben deshalb die Frage gestellt, welche Rolle wird die Gasnetzinfrastruktur in ihrer Vision der Zukunft haben und welche Sicherheit können Unternehmen erwarten, die heute in die Gasnetzinfrastruktur investieren? Ich verstehe, dass Unternehmen mit einer gewissen Unsicherheit versehen sind, dahingehend, ob das Gasnetz noch gebraucht wird oder nicht. Das erlebe ich schon seit Jahren. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo tatsächlich auch Leute zweifelten, ob das Gastransportnetz gebraucht wird oder nicht. Das ist mittlerweile, glaube ich, gelöst und auch große Teile des Gasverteilnetzes werden sicher noch gebraucht werden in Zukunft. Wie es genau aussieht, kann ich leider auch nicht sagen. Also wir stehen vor einer riesigen Transformation. Es wird so sein, dass viel, viel mehr Häuser mit Wärmepumpen beheizt werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es wird auch ein viel, viel stärkeres, gerade in urbanen Zentren, viel, viel stärkeres Fernwärmenetz geben müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Um letzten Endes dann diese Kraftwerke auch anzusteuern, braucht man natürlich auch eine Gasversorgung. Das heißt, das Verteilnetz wird sich verändern, aber es wird nicht verzichtbar sein. Gas ist ja wenigstens eine ganz bedeutsame Brückentechnologie. Und weil wir Gas eben auch dekarbonisieren können, weil wir Gas erneuerbar herstellen können, weil wir in den Gasnetzen die Möglichkeit haben, gegebenenfalls nach einer Ertüchtigung, aber dann auch beispielsweise Wasserstoff zu transportieren, sehe ich eine große Zukunft für die Gasnetze. Die Herausforderungen werden sich in der Übergangszeit stellen, wie man sozusagen das Ganze wirtschaftlich hält. Ich glaube aber alleine auch über den Umstand, dass in der Gasinfrastruktur, in der Gasnetzinfrastruktur unglaublich große Mengen von Energieträgern gespeichert werden können, kommt dem Gasnetz in Zukunft nach wie vor eine große Bedeutung zu. Es ist ganz wichtig, um Sicherheit zu schaffen, dass wir uns jetzt schon angucken, welche grüne Wasserstoffinfrastruktur wir brauchen für die Zukunft, damit keine Fehlinvestitionen getätigt werden, die dann nicht mehr vonnöten sind. Gleichzeitig müssen wir gucken, wo sind überhaupt noch Investitionen in das bestehende Gasnetz sinnvoll, wo ist es sinnvoller zu schauen, dass wir grünen Wasserstoff Infrastruktur schaffen, denn das Gas der Zukunft ist grüner Wasserstoff und nicht mehr das traditionelle Methan. Das ist ein großes, schwieriges Thema. Die industriellen Abnehmer müssen weiter über das Gasnetz sichergestellt werden. Außerdem ist das Gasnetz ja der größte Speicher, den wir zur Verfügung haben. Zusammen mit Erdgasspeichern, zusammen sind es über 180 Terawattstunden Energie, die wir speichern können im Gasnetz. Das ist der kostengünstigste saisonale Speicher, den wir besitzen. Andererseits ist es natürlich schwierig, gerade wenn immer mehr Haushalte auf Stromheizung umstellen, dann in Haushaltsgebieten, in Wohngebieten ein Gasnetz aufrechtzuerhalten. Das heißt, an dieser Stelle wird es schwer und da sind wir uns nicht sicher, wie es funktionieren soll, aber was wissen wir. Die Gesamtverantwortung für Wärmenetze, Gasnetze, Stromnetze muss in den Händen eines Players liegen. Das heißt, den kommunalen Stadtwerken, die dann das Optimum in ihrer Stadt festlegen, sowohl für die Sicherstellung der Versorgung von Industrie- und Handwerksbetrieben mit notwendigem Produktionsgas, das erneuerbar erzeugt werden sollte in Zukunft, gleichzeitig die optimale Lösung zu finden für die Wohngebiete, für die Menschen, fürs Heizen. Das muss neu geplant werden. Beim Gasnetz sind wir wesentlich weniger weit mit dem Nachdenken für die Zukunft als bisher. Das heißt, wir fordern von der zukünftigen Bundesregierung eine Analyse, welche Energienetze in welcher Form sinnvoll sind für die Zukunft. Ja, also Herr Saathoff und Herr Müller sind sich also einig, dass das Gasnetz in Zukunft nicht so schnell verzichtbar sein wird. Und Herr Lenkert und Frau Uhlich sind sich einig, dass die erforderliche Netzinfrastruktur für Strom- und Gasnetze und auch Wärmenetze gemeinsam geplant werden muss. Herr Köpke, das ist natürlich ein guter Wunsch, den ich finde, aber glauben Sie, dass wir das in den nächsten Jahren realistisch hinbekommen? Also die Glaskugel habe ich auch nicht, aber wenn jetzt die gute Fee vorbeikäme und mich fragen würde, welche drei Wünsche habe ich, dann wäre auch diese gemeinsame integrierte Planung von Strom- und Gasnetzen sicherlich einer dieser Wünsche, weil es macht Sinn, es geht um volkswirtschaftliche Ressourcen und ich brauche beide Energieträger und ich muss sozusagen den Überbau haben von den großen Übertragungsnetzbetreibern und den Ferngasnetzbetreibern, sodass dann auf der kommunalen Ebene weitergearbeitet werden kann, denn letztendlich die privaten Haushalte und die Industrieunternehmen und Gewerbeunternehmen werden in der Regel weitestgehend von Stadtwerken versorgt und die brauchen Sicherheit für ihren ganzen Planungsprozess, wie sie mit der Planung ihrer und mit dem Betrieb ihrer Verteilnetze in den nächsten Jahren umgehen können. Also das, was Herr Lenkert sagte, das kann man voll unterstützen. Ja, das sehe ich auch so, aber wenn wir mal an die Kommunen denken, ist denn da überhaupt genug Fachpersonal vorhanden? Schaffen die Kommunen das überhaupt? Wie kriegt man das umgesetzt, dort diese komplizierten Planungen letztendlich für die verschiedenen Netze durchzuführen, aber dann auch ja, konsequent zu sein und doch nicht parallel die Infrastrukturen aufzubauen, sondern dem Kunden und ja, dem Bürger vor Ort auch mitzunehmen und zu sagen, so haben wir das jetzt beschlossen, so wird es jetzt auch zukünftig umgesetzt. Sind die Kommunen da überfordert oder wird das klappen? Nö, ich glaube, die Stadtwerke sollten nicht ihr Licht unter den Scheffel stellen. Also wenn wir mal zurückdenken, Stadtwerke haben in den letzten Jahren einiges geschafft, haben einige neue Geschäftsfelder sich neu erschlossen, Stichwort Telekommunikation, Breitbandausbau und ja, Digitalisierung als Oberbegriff. Also warum sollten Stadtwerke ja nicht Strom- und Gasnetze planen können. Also es wird sicherlich ein Rennen geben um entsprechende Fachkräfte, aber das Problem hat nicht nur die Energiewirtschaft, das zieht sich durch alle Industriezweige. Also es hängt von der Fantasie und von der Überzeugungskraft der einzelnen Stadtwerke ab. Also das ist Wettbewerb, wie wir ihn ja in einigen Politikern-Aussagen heute schon mehrmals gehört haben. Also mir ist da nicht bang um die Zukunft der Stadtwerke und der Planung ihrer Strom- und Gasnetze. Also da bin ich bei Ihnen. Ich glaube, wir Stadtwerker können das. Das einzige Problem, was ich schon sehe, ist natürlich, dass wir durch den Gesetzgeber stark getrieben sind in die verschiedensten Richtungen. Wir müssen Anforderungen umsetzen und das nimmt tatsächlich sehr, sehr viele Ressourcen. Aber ich glaube, das ist einfach normal. Wir müssen da alle durch. Wir befinden uns in einer spannenden Zeit, ja, wo natürlich dann auch entsprechend Änderungen nötig sind, um ja, unsere Ausbauziele zu erreichen. Aber wir sind auf der kommunalen Ebene angekommen und dort wird oftmals ja, sowas wie eine kommunale, verpflichtende kommunale Wärmeplanung gefordert. Und deshalb haben wir die folgende Frage gestellt. Wird es eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung geben? Und wenn ja, wann? Wie sehen die Kontrollinstrumente aus? Und wie wollen Sie die langwierigen Umsetzungsprozesse beschleunigen? Ich persönlich finde eine kommunale Wärmeplanung sehr sinnvoll, denn dann kann eine Kommune schauen, welche Gebäudetypen gibt es, welche Infrastruktur gibt es bereits, welche Gebäudetypen kommen vielleicht dazu und welche Wärmeinfrastruktur ist noch vonnöten, wo es vielleicht auch eher einzelne Wärmekonzepte notwendig. Grundsätzlich halte ich das für einen sinnvollen Ansatz und ich fände es wichtig, dass die Bundesebene da die Kommunen unterstützt. Als ehemaliger Bürgermeister bin ich im Zweifel, ob es überhaupt rechtlich möglich ist, vom Bund her eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung vorzuschreiben. Trotzdem glaube ich, dass es für jeden Bürgermeister in der Bundesrepublik Deutschland, jede Bürgermeisterin in der Bundesrepublik Deutschland eine gute Sache wäre, eine kommunale Wärmeplanung auch einzurichten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht nicht vorschreiben, sondern stattdessen fördern und deutlich machen, dass wir dort auch einen Schwerpunkt legen in der Förderung, dass also Kommunen keine Sorgen haben müssen, dass sie in echte finanzielle Schieflagen geraten, dadurch, dass sie eine kommunale Wärmeplanung machen, sondern eher die Chancen erkennen, die sich daraus ergeben. Ich weiß, dass nicht jede Gemeinde auch ein Stadtwerk gründen kann, jedenfalls nicht ohne weiteres, auch nicht jede will. Wenn wir über Gemeinden reden, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Bilder. Es gibt Menschen, die reden dann von Städten, die 150.000 Einwohner groß sind. Wenn ich über eine Gemeinde rede, dann rede ich über eine Gemeinde mit 150 Quadratkilometern, 19 Dörfern, die alle so 4-5 Kilometer auseinander sind. Und die kommunale Wärmeplanung sieht demzufolge extrem unterschiedlich aus. Wir brauchen nicht nur eine verpflichtende Wärmeplanung, wir brauchen eine verpflichtende dezentrale Energieplanung. Das muss zusammengeplant werden. Wärmenetze, Strom, Gas, alles zusammen. Man kann es nicht einzeln planen. Eine Wärmeplanung gehört dazu, sie sollte verpflichtend sein, aber man darf es nicht auf Kommunalebene runterbrechen. Ich bin aus Thüringen, wir haben Kommunen, die sind sehr klein, die werden damit überfordert. Wir sind der Meinung, diese verpflichtende Planung soll von den Kommunen in Zusammenarbeit mit den Regionalversorgern, mit den Stadtwerken, mit den Kommunalunternehmen erfolgen. Das Thema verpflichtende kommunale Wärmewende und Wärmepläne, da bin ich eher skeptisch. Sie haben es in der Fragestellung gleich mit angesprochen. Wenn Sie etwas verpflichtend anordnen, dann klappt das immer nur, wenn Sie sanktionieren können. Und ich sehe ehrlich gesagt keine Sanktionsmöglichkeit, die im Moment verfassungsrechtlich ohne weiteres auch kurzfristig wirkbar umsetzbar ist. Deswegen glaube ich, läuft es auch dort eher über den Weg, dass wir die Kommunen sozusagen in den Stand setzen müssen. Wärmepläne, die dann nachhaltig sind, aufzustellen. Dass wir Best-Practice-Beispiele hervorheben müssen, dass wir den Austausch der Kommunen auch über Bundeslandgrenzen hinweg anregen müssen und dass wir Anreize geben müssen. Das kann ein Förderprogramm sein. Meine Erfahrung, ich habe lange Zeit Kommunalpolitik gemacht, auch kommunale Finanzpolitik verantwortet. Meine Erfahrung ist, dass immer dann, wenn es einen Anreiz gibt, wenn finanzielle Ressourcen ausgelobt werden, das Interesse auf kommunaler Seite auf einmal sprunghaft ansteigt. Ja, also Herr Saathoff und Herr Müller haben ja doch große Bedenken, dass sich so eine kommunale Wärmeplanung tatsächlich umsetzen lässt. Letztendlich ist die Idee ja, über finanzielle Mittel anzureizen. Wenn man aber auf die Kommunen mal schaut, dann wollen die Bürgermeister ja auf der einen Seite schon möglichst schnell erneuerbar werden, aber man möchte auch preiswerte Energie den Industriebetrieben und natürlich den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen. Und das ist irgendwie so in so einem Spagat, müssen sich die Kommunen bewegen. Und wie erleben Sie die Diskussion, Herr Köpke? Haben Sie gute Ideen, wie man den Kommunen dort helfen kann? Sind die Anreize vorhanden oder was muss noch getan werden, damit es dann auch auf kommunaler Ebene vorangeht? Es gibt ja mittlerweile die ersten Städte und Gemeinden, die haben kommunale Wärmeatlanten erstellt, um mal ein Gefühl zu bekommen, wie hoch ist der Wärmeverbrauch, wie viel verteilt er sich auf die einzelnen Stadtteile, welche Wärmequellen werden genutzt. Diese Städte sind vorangegangen und wir werden auch bei der kommunalen Wärmeplanung wieder Vorreiter haben. Und wir haben es in den 1990er Jahren erlebt. Es gab Energieversorgungskonzepte, die gefördert worden sind. Es gab jetzt in den letzten 10 Jahren Förderprogramme für kommunale Klimaschutzbeauftragte. Also es wird auch sicherlich meines Erachtens notwendig sein, um dieses Thema kommunale Wärmeplanung voranzubringen, dass es ein Förderprogramm von Seiten des Bundes gibt. Und dann werden nicht alle Kommunen zugreifen, weil einige erkennen einfach nicht die Notwendigkeit. Aber die, die wollen, warum soll man die nicht unterstützen? Das Thema wird an Bedeutung gewinnen. Und um das Thema zu forcieren und schneller wirklich auf die kommunale Ebene zu bringen, hilft Geld in den meisten Fällen. Ja, danke für die Einschätzung von Ihrer Seite. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da bin ich auch, glaube, da können wir alle gespannt sein, wie die einzelnen Kommunen mit dieser Thematik umgehen und ja, wer dann auch wirklich Leuchttürme schafft. Und ich glaube, der große Wettbewerb wird tatsächlich dann sein, die Erneuerbaren möglichst günstig zur Verfügung zu stellen. Und da muss man an die Ressourcen vor Ort ran, alle Partner einbeziehen und schauen, dass man ja regional eine gute Lösung hinbekommt. Mit Blick auf die zunehmende Elektrifizierung auch im Wärmebereich, im Wärmemarkt über die Wärmepumpen, die ja durchaus gewollt ist und zukünftig wahrscheinlich auch über die BEW gefördert wird, kommt natürlich für die Stromversorgungsseite ein zusätzliches Problem auf uns zu, weil wir deutlich mehr Strom in den Wintermonaten benötigen werden. Und der Kollege sagte dann immer so schön, also im Winter werden auf jeden Fall die Leitungen glühen. Und wir haben dann, weil wir ja nicht nur dann ein Sicherungsinstrument für die Stromversorgung brauchen, sondern letztendlich auch für die Wärmeversorgung, mal gefragt, welche Sicherungsinstrumente für die Wärmeversorgung und die Stromnetzsicherheit sehen Sie für die Wintermonate und welche Rolle wird die KWK dabei spielen? Die Frage ist sehr berechtigt und deswegen fordern wir, den Ausbau von Fernwärme- und Nahwärmenetzen deutlich zu stärken. Das sind Wärmespeicher zum einen, zum anderen eben gekoppelt mit der KWK in diesen Netzen können wir dann in der Dunkelflaute im Winter den Strom erzeugen für die gesamte Gesellschaft und die Wärme für die Haushalte, die in diesen Netzen angeschlossen sind. Das wäre eine super Doppelnutzung. Man muss natürlich berücksichtigen, dass diese Wärmenetze in Zeiten von Stromüberschuss möglichst entweder mit Wärmepumpen oder eben mit Tauchsiedlern einfach mal versorgt werden. Das heißt, die wirkliche Sektorkopplung erfolgt in der Fernwärme, in den Fernwärmenetzen, in den Nahwärmenetzen. Die müssen wir stärken, damit wir dann die Residuallast absichern können im Winter und gleichzeitig eben effizient Wärme bereitstellen für die Haushalte und gleichzeitig Strom erzeugen. Wenn man nur auf Wärmepumpen setzt, müssen wir eine unendlich große Menge an Ersatzkraftwerken für wenige Stunden im Jahr installieren. Das ist volkswirtschaftlich nicht tragbar. Es ist ganz wichtig, dass wir alle Infrastruktur jetzt auf eine dekarbonisierte Zukunft ausrichten. Dazu gehört natürlich auch die Wärmeinfrastruktur. Zunächst, der erste Schritt ist, Effizienz im Gebäudesektor herzustellen, die Gebäude effizienter zu machen, um dann auch einen Überblick darüber zu haben, welche Wärmebedarfe bestehen überhaupt. Gleichzeitig ist die Versorgungssicherheit im Stromsektor uns allen sicherlich ein großes Anliegen und wird gewährleistet bleiben. Und Fernwärmenetze, Nahwärmenetze, Wärmespeicher können dazu beitragen, auch im Wärmebereich, neben der Wärmepumpe, je nachdem, in welchem Gebäudebestand wir unterwegs sind, eine Rolle zu spielen. Und das gilt natürlich dann in dem Zusammenhang auch mit der KWK. Also wir müssen das gesamte System neu denken, dekarbonisiert denken und Effizienzen heben, wo es möglich ist. Ja, auf die Netze kommt eine ganz besondere Rolle zu. Man muss auch wissen, in 2030 werden wir massiv mehr Elektromobilität haben. Das heißt nichts anderes als Speicher auf Rädern. Und es wird aus meiner Sicht intelligente Stromzähler geben. Es wird individualisierbare Verträge geben, der Verbraucher mit ihren Verteilnetzbetreibern, mit ihren Energieversorgern, wo man auch auf Akkus aus Fahrzeugen dann wieder zurückgreifen kann. Und dann ist es wieder günstiger. Letzten Endes wird die KWK eine ganz große Rolle spielen in den urbanen Bereichen. Da, wo also viele Menschen an Straßen in großen Häusern leben und Fernwärmeversorgung Sinn macht, da macht KWK auch großen Sinn und dann zunehmend mit Einsatz von erneuerbaren Energien. Die KWK spielt bei der Wärmeversorgung auch in Zukunft eine große Rolle, nach meiner Überzeugung. Insbesondere, weil sie eben CO2-arm gestaltet werden kann, beispielsweise auch durch den Einsatz von erneuerbaren Kraftstoffen und weil sie Leitungsverluste minimieren lässt oder klein werden lässt, wenn man das in sozusagen in einem Maßstab einer Nahwärmeversorgung denkt. Ich glaube, dass, wie gesagt, dass wir auf den Energieträger Gas nicht so schnell vollständig verzichten werden können. Und das Thema Wärmeversorgung ist im Moment für viele noch für viele Privathaushalte eine Selbstverständlichkeit. Im industriellen Bereich sieht es schon ein bisschen anders aus. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir mit der Diskussion, mit dem Voranschreiten der Energiewende und der Zunahme von Herausforderungen, von Schwankungen dazu kommen, dass diesem Bereich auch in dem Fall der Versorgungssicherheit mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich glaube deswegen, dass wir stärker als im Moment prognostiziert für das Jahr 2050, wir auch dann noch auf Gasinfrastruktur werden zurückgreifen können und müssen. Und das wird dann auch ein vergleichsweise geringeres Problem sein können, weil wir, wie gesagt, auch das Gas als Energieträger dekarbonisieren können. Ja, also das waren interessante Antworten, die natürlich auch je nach Partei ein wenig unterschiedlich sind. Als ich das gehört habe, habe ich erst überlegt, ist die Frage richtig angekommen? Sprechen wir nicht viel zu viel über Strom und haben wir die Wärme nicht mehr im Fokus und gerade die Sicherheit der Wärmeversorgung? Ist die Frage ja bei den Politikern nicht richtig angekommen, aber ich glaube schon, weil wir ja tatsächlich auch über Strom sprechen müssen, denn der Strom muss ja auch im Winter zur Verfügung stehen und ich glaube, wir werden das langfristig auch hinbekommen. Da bin ich ein großer Optimist, aber so mit Blick auf 2030, Herr Köpke, nehmen Sie mir die Angst, dass wir da wirklich dann sowohl im Stromnetz als auch auf der Wärmeseite sicher sein werden? Ob ich Ihnen diese Angst zu 100% nehmen kann, weiß ich nicht, aber ich denke, es sollte in unser aller Interesse sein, dass da jetzt in nächster Zeit viel passiert, denn ich kann nur warnen vor den Schlagzeilen in der Zeitung mit diesen 4 großen Buchstaben. Also wenn dieses Blatt, diese Gazette dem Blackout bei der Wärmeversorgung oder bei der Stromversorgung mehrere Tage lang hintereinander beschreiben sollte und sozusagen die Energiewirtschaft diesem Blatt die Schlagzeilen frei Haus liefert, dann wird das ganze Konstrukt Energiewende ziemlich ins Wackeln geraten. Aber ich bin da durchaus positiv gestimmt. Ich denke, wir haben viele Ansätze im ganzen Land für Netze und für Speichersysteme und die gilt es auszubauen und das kann man auch wieder mit entsprechenden Förderprogrammen anreizen und ich kann Frau Uhlich nur recht geben, wir müssen das ganze System neu denken und ja, diese neue Bundesregierung, die da jetzt antritt, das ist deren Aufgabe und die sollen sich bitte nicht streiten, wer bekommt das Finanzministerium oder welches andere Ministerium, sondern es gibt klare energiepolitische Herausforderungen und da erwartet jeder, dass die jetzt angepackt werden. Ja, das sehen wir, glaube ich, genauso, definitiv. Und die Frage, die sich da aufdrängt, auch so ein bisschen ist, wenn wir gehört haben, dass sich das Gasnetz auch doch noch ein bisschen gebraucht wird, vielleicht auch einfach nur, um die Sicherheit in den Wärmebereich reinzubekommen. Ja, es ist eine wichtige, aber auch die Fragestellung, wo bekommen wir denn seitens der KWK irgendwann dekarbonisierte Gase her? Wir alle wissen, KWK-Technologie ist nicht fossil, sondern sie ist dann erneuerbar, wenn wir erneuerbare Gase einsetzen. Die Verfügbarkeit der erneuerbaren Gase ist aber heute sehr, sehr schwierig. Und von daher haben wir mal nachgefragt, wann werden denn welche dekarbonisierten Gase, welche dekarbonisierten Brennstoffe, Entschuldigung, für die KWK zur Verfügung stehen. Das ist eine total spannende Frage, aber die kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil ja die Brennstoffe nicht durchs Parlament zur Verfügung gestellt werden und ich jetzt auch nicht vorhabe, für mich in den Bereich der Brennstoffversorgung beruflich überzuwechseln. Ich glaube, dass wir darauf achten müssen, dass die Rahmenbedingungen günstig sind und dass nicht technologische Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren, flüssigen und gasförmigen Kraftstoffe unterbunden werden. Ich hielte das für grundsätzlich verkehrt. Das gilt im Übrigen nicht nur für den Gebäudebereich. Das gilt auch, aber das soll heute weniger unser Thema sein, auch für den Mobilitätssektor. Und spannend an der Entwicklung solcher und der Einfasung solcher flüssigen und gasförmigen Kraftstoffe finde ich, dass wir damit sozusagen wie mit Hebel umlegen eine Lösung für den Bestand anbieten können. Und auch das gilt für die Gebäude, genauso wie für die Mobilität. Ich glaube, dass wir da eine Menge Entwicklung in der Vergangenheit, in den letzten 2, 3, 4 Jahren schon gesehen haben und bin sehr aufgeschlossen für Hinweise, wo Hürden abgebaut werden müssten, damit wir diesen Bereich noch weiter entfesseln. Wir könnten heute schon deutlich mehr Biogas einsetzen für KWK. Wir könnten auch einige Kraftwerke, die auf Kohlebasis arbeiten, für Notfälle als Residualkraftwerke auf andere biogene Festheizstoffe umstellen. Das ist allerdings eine begrenzte Kapazität. Und wir müssten die Wasserstoffelektrolyse massiv vorantreiben. Wenn man heute gut investiert, könnte man im Jahr 2030 die KWK in ihren Dann-Anwendungen zu einem großen Teil mit erneuerbaren Gasen versorgen. Und an dieser Stelle müssen wir auch mit Partnerschaften nachdenken, dass wir einige der Biogase eventuell importieren müssen. Wir werden jetzt nach und nach, wie eben schon angesprochen, natürlich immer mehr grünen Wasserstoff auch im Markt haben. Gleichzeitig haben wir einen bestimmten Anteil an Biogasen, die zur Verfügung steht. Wir müssen aber, wie angesprochen, das gesamte System dekarbonisieren. Das bedeutet auch, dass alle sich darauf einstellen müssen, dass es zu Veränderungen kommt. Wir werden da nochmal komplett neu auch auf den Wärmemarkt schauen müssen. Und da wird die KWK ihre Rolle haben, aber sicherlich eine andere Rolle, als das bisher der Fall war. Es wird aber einfach in diesem neuen Konzept auch darum gehen, dann Effizienzen zu heben und zu schauen, welcher Teil der Wärmeversorgung welchen Platz hat. Ja, das ist die große Frage, die eigentlich keiner beantworten kann, ernsthaft. Also was wir wissen ist, wir haben enorme Bedarfe an Wasserstoff. Was nicht so schlecht war, auch wenn ich oft das Bundeswirtschaftsministerium kritisiere, war die Wasserstoffstrategie des Bundeswirtschaftsministeriums, in dem auch nochmal Mengen adressiert worden sind. Am Ende wird aus meiner Sicht sicher Wasserstoff mindestens in der Beimischung, aber wahrscheinlich sogar in der reinen Form der Energieträger der Zukunft sein. Wenn ich in Russland bin, erzähle ich meinen Partnern auf der russischen Seite immer, dass Wasserstoff in 2050 das Öl der Zukunft sein wird, auch das Erdgas der Zukunft sein wird. Und um Wasserstoff haben zu können, muss man Unmengen an erneuerbaren Energien produzieren. Ich bin fast sicher, dass wir in Deutschland unseren Energiebedarf nicht selber produzieren können mit erneuerbaren Energien. Aber wir wollen natürlich so viel wie möglich produzieren. Ich sage an dieser Stelle auch gerne südlich des Mains. Das, was wir dann importieren, müssen wir natürlich auch als erneuerbare Energien importieren. Und da sind wir, glaube ich, gut beraten, wenn wir unsere Verbindungen, unsere energiepolitischen Verbindungen, die wir bisher auch gehabt haben zu Russland, was erneuerbare Energien angeht, auch aufrechterhalten. Ja, so richtig rübergekommen ist ja für mich zumindest keine Aussage, wann wir denn die erforderlichen erneuerbaren Energien oder die Wasserstoff bekommen. Aber naja, die Frage bleibt also offen. Aber was wir feststellen können und was wir immer auch, wo wir alle einig sind und was auch morgen die Praxisbeispiele zeigen werden, die KWK ist letztendlich auf dem richtigen Weg. Wir können biogene Gase verwerten, wir können Festbrennstoffe verwerten, wir können flüssige erneuerbare Brennstoffe verwerten. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Daher gebt uns einfach die entsprechenden erneuerbaren Brennstoffe. Und die Frage, Herr Köpke, die ich an Sie habe, glauben Sie, dass wir es tatsächlich schaffen, uns unabhängig von den Energieimporten zu machen? Oder sind Sie eher bei Herrn Saathoff, der sagt, naja, wir haben bisher schon immer Energie importiert, wir müssen das wahrscheinlich auch in Zukunft tun? Also die Frage nach der Energieautarkie, die stellt sich, glaube ich, für Deutschland überhaupt nicht. Also Deutschland hat immer Energie importiert und das wird auch künftig so sein beim Thema grüner Wasserstoff. Wir hatten das im Verlaufe unsere Unterhaltung schon mehrmals gesagt, es kommt darauf an, so viel wie möglich des grünen Wasserstoffs hierzulande herzustellen. Und wir müssen weg von diesen Prozentanteilen, die in der nationalen Wasserstoffstrategie festgeschrieben sind oder zumindest noch drinstehen, dass so über 80–90% des künftigen grünen Wasserstoffs importiert werden sollen. Also es gibt hier genügend Potenziale. Das heißt aber auch, wir müssen die erneuerbaren Energien total dynamisch ausbauen, also ultraschnell ausbauen. Ich kann Herrn Saathoff beipflichten, also es kann niemand sagen, wann dekarbonisierte Brennstoffe in einem ausreichenden Maße zur Verfügung stellen. Da ist, glaube ich, jeder überfordert. Aber was man sagen kann, ist, wenn Wasserstoff, dann Wasserstoff aus deutschem Lande. Und warum soll der grüne Wasserstoff eines Tages auch nicht aus dem Reich von Herrn Putin kommen? Also Russland ist heute ein Energiegigant. Russland lebt zum großen Teil von Energieimporten. Russland ist einer der größten Exporteure von Gas und Öl. Warum soll dieses Land nicht in der Lage sein, in 10, 20, 30 Jahren grünen Wasserstoff in Mengen herzustellen, die wir uns heute gar nicht vorstellen können? Also diese Leute sind ja technologisch genauso ausgebildet wie hierzulande. Also die schaffen das, wenn sie wollen. Also da müssten die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen auch noch gesetzt werden. Und ja, ich kann mir gut einen Wasserstofflieferanten Russland eines Tages vorstellen. Das sind gute Nachrichten, finde ich, Herr Köpke, weil ich glaube, wir müssen auch den anderen Aspekt berücksichtigen. Es geht ja nicht nur um die Energie nach Deutschland zu bekommen, sondern Handel mit unseren Nachbarländern, mit Lieferanten ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, um Frieden zu schaffen und Frieden zu bewahren. Und ich glaube, da gerade auch mit dem Blick jetzt auch auf die Nord Stream 2-Diskussion tun wir uns ganz gut daran, ja auch an Russland weiterhin als Energielieferant zu betrachten, sofern er denn die richtige Qualität liefern kann. Ja, wir gehen zur nächsten Frage, und zwar haben wir ja jetzt, um die CO2-Einsparung hinzubekommen, das nationale Emissionshandelsgesetz eingeführt, und das ist auch, glaube ich, da sind wir uns einig, ein guter Anreiz, ein guter Weg, CO2 einzusparen. Aber man hat so ein bisschen aus unserer Sicht, aus Sicht der KWK-Branche übersehen, dass wir als KWK-Anlagen zumindest gegenüber den Kesselanlagen deutlich benachteiligt wird. Das führt dazu, dass wir heute tatsächlich mehr Kesselwärme machen müssen, obwohl wir gerne die KWK-Anlagen nutzen würden. Und wir haben deshalb mal nachgefragt, welche Regelungen denn die Politik so in der Zukunft sieht, um diesen Fehlanreiz zu beheben. Wir haben als Linke das Brennstoffemissionshandelsgesetz abgelehnt, eben weil wir geahnt haben bzw. wussten, dass es viele Fehlanreize geben wird und dass es viele Ausnahmetatbestände erzeugen wird für Unternehmen, die dadurch in unnötige Härten kommen. Wir waren überzeugt, dass dieses Brennstoffemissionshandelsgesetz Mieterinnen und Mieter massiv benachteiligt und eben ganz nebenbei auch effiziente KWK-Anlagen in Nachteil setzt oder Schwierigkeiten bereitet. Das heißt, aus unserer Sicht gehört das Brennstoffemissionshandelsgesetz in dieser Form abgeschafft, wieder zurückgenommen. Wir würden gern die CO2-Minderung über Industrievornahmen, über Emissionsrecht und über Vorgaben beim Verbrauch machen, aber nicht über eine Steuer, die dann undifferenziert teilweise gute Anlagen benachteiligt. Ich könnte Ihnen jetzt Regelungen dafür vorschlagen. Ich habe aber die Vermutung, dass der BKWK da schon relativ konkrete Vorschläge für Neuregelungen im BEG hat, die Sie uns zur Verfügung stellen könnten. Ich jedenfalls bin überzeugt davon, dass wir diese Unwucht beseitigen müssen, weil das ist im Interesse einer sinnvollen, wirtschaftlichen, klimaschonenden Energieversorgung, und bin gespannt auf Ihre Zusendung und auf gemeinsame Gespräche. Wir müssen grundsätzlich perspektivisch denken. Wir brauchen ein komplett dekarbonisiertes System, sowohl im Strombereich als auch im Wärmebereich. Das heißt, der ETS, aber auch der nationale CO2-Preis sind nur Instrumente hin zu einer dekarbonisierten Wärmeversorgung, hin zu einer dekarbonisierten Stromversorgung und einer dekarbonisierten Gesellschaft. Wer perspektivisch denkt Richtung Dekarbonisierung, der investiert richtig an der Stelle. Ich glaube, dass es neue Marktanreize geben wird. Das hängt ganz stark vom CO2-Preis ab. Und auch da würde ich jetzt nicht in den Markt eingreifen wollen, regulatorisch. Ich glaube auch, dass wir einen Koalitionspartner haben, der das auch verhindern wollen würde. Von daher müssen wir die tatsächlich vorhandenen Spread zwischen den beiden Energieproduktionsformen irgendwie anders auffangen. Aber ich glaube, dass der CO2-Preis und dessen Entwicklung da schon eine richtige Richtung vorgibt. Ja, also wir haben doch tatsächlich unterschiedliche Ansichten der Parteien bei dieser Fragestellung gehört und man merkt doch deutlich, wie stark das BEHG seinerzeit umrungen war. Und wir haben drei Hinweise bekommen, dass der Markt es denn wohl richten möge. Aber ich glaube, das Problem KWK-Wärme gegen Kesselwärme, das ist, glaube ich, doch noch nicht so richtig in den Köpfen dort angekommen, was durch solche Regelungen dann letztendlich ausgelöst wird. Ich denke, vielleicht ist manchmal ein bisschen Regulierung einfach weniger, weil es natürlich super komplex ist, weil diese ganzen Gesetzgebungen unheimlich stark ineinander greifen. Und Herr Köpke, glauben Sie denn, dass die kommende Regierung es wirklich hinbekommt, ja, Gesetze schafft, die uns die Systeme Planungssicherheit, Planungsverfahren beschleunigen, ja, Richtung wirklich Drive in den Ausbau der Erneuerbaren reinzubringen und dabei die Sicherheit für die Stromseite und die Wärmeseite vollkommen im Auge zu behalten? Ich denke, das ist ein Gebot der Stunde. Das ist ein Muss. Also da kommt die Politik gar nicht dran vorbei. Wenn ich mich erinnere über die ersten Windkraftprojekte in den 1990er Jahren, über die ich geschrieben habe, da gab es die Genehmigung für Windkraftanlagen nach einem halben Jahr. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also mittlerweile kann ich Ihnen eine Reihe von Projekten nennen und ja, den Leidensweg dieser Projekte erzählen. Die haben vor 10 Jahren begonnen mit der ersten Idee und sind nach 10, 12 Jahren dann wirklich ans Netz gegangen. Also das darf nicht sein. Und wir haben ja im Bundestagswahlkampf erlebt, dass sowohl Herr Laschet als auch Herr Scholz die Formel gebracht haben, wir müssten runter von 6 Jahren Genehmigung auf 6 Monate. Also das ist natürlich plakativ und das ist Wahlkampf gewesen. Aber ich denke, uns allen wäre schon geholfen und der Windbranche auf jeden Fall, wenn wir diese Zeitschiene radikal verkürzen auf meinetwegen 1 Jahr, 1,5 Jahre, das wäre eine Revolution. Also ja, wir werden das schaffen. Anderenfalls fährt diese Politik die Energiewende an die Wand, wissentlich, weil wir werden einfach nicht die genügend große Portfolio an erneuerbaren Energien haben, dass wir für die Sektorenkopplung, für den Ausbau der erneuerbaren Energien einfach brauchen. Also ja, wir werden das schaffen, höre ich unheimlich gerne. Dass die KWK ihre Rolle dabei spielt, haben wir heute mit Sicherheit reichlich gehört und das ist auch inzwischen unzweifelhaft. Aber wir als Branche haben uns natürlich auch inzwischen darauf eingestellt, dass wir zukünftig ja, weniger Laufzeit haben. Aber das ist das Problem momentan so ein bisschen, wie kommen wir dann mit der wenigen Laufzeit wirtschaftlich hin? Was ist mit Anlagen, die vielleicht schon aus der Förderung raus sind, wo es eigentlich dann möglicherweise wegen der Betriebskosten keine richtigen Anreize mehr gibt, die Anlage weiterzulaufen zu lassen. Und da haben wir mal gefragt, ob es da schon Überlegungen gibt. Und die Frage lautete konkret, ist das bisherige auf einem Arbeitspreis und daher Vergütung pro Kilowattstunde basierte Vergütungsmodell der KWK noch zeitgemäß? Oder wäre es zielführender, zukünftig auch die Vorhaltung der Leistung über das KWKG zu vergüten? Wir werden im Zusammenhang mit der Energiewende uns das gesamte Strommarktdesign angucken müssen, alle Abgaben, Umlagen und das gesamte System neu denken müssen. Denn bisher war das System ja auf ein zentrales Stromsystem ausgerichtet. Das wird sich jetzt alles verändern durch einen dezentralen Strommarkt, durch Veränderungen im gesamten System. Das ist sicherlich eine Herausforderung, aber in dem Zusammenhang wird man sich auch das KWKG angucken müssen, damit das alles am Ende zusammenpasst für eine erfolgreiche Energiewende und 100% erneuerbare Energien. Die Frage gibt die Antwort vorher. Das ist nicht mehr zielführend, über die Kilowattstunden zu berechnen, sondern Die Leistungsbereitstellung muss finanziert werden. Es ist notwendig, dass also KWK-Anlagen für die Kapazitätsbereitstellung für Notfälle eine Finanzierung erhalten. Im Übrigen spart uns das sehr viel Geld, wenn man stattdessen auf zukünftige neue Kraftwerke auf der grünen Wiese, die nur für den Notfall gebaut werden sollen, verzichten kann. Das heißt also, die Finanzierung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen muss zwingend umgestellt werden. Und zwar in einen Teil, der für die Bereitstellung der Reserveenergie finanziert wird und einen Teil, der über die Arbeit bezahlt wird. Ja, auch diese Forderung ist eigentlich KWK-typisch. Wir haben uns oft damit beschäftigt. Das Strommarktdesign ist in der vorletzten Legislaturperiode beschlossen worden. Es gab einen langen Konsultationsprozess mit Grünbuch und Weißbuch, wo man viele schlaue Dinge nachlesen konnte. Das Problem unseres Strommarktdesigns ist, dass quasi am Tag danach schon nennenswerte Player gesagt haben, wir glauben nicht, dass das durchgehalten wird, dass wir keinen Kapazitätsmarkt haben. Das heißt, das Nicht-Glauben am Strommarktdesign führt eigentlich dazu, dass wir ein paar Verwerfungen haben auch. Ich bin ziemlich sicher, in dieser Legislaturperiode werden wir nochmal über Strommarktdesign sprechen und dann gucken, was passt zu dem, was wir an Ausbauschritten vorhaben. Das ist eine Frage, die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Allerdings, und Sie haben es richtigerweise ja dargestellt, dass wir das mittlerweile das zeitliche Volumen der reinen Vorhaltung zugenommen hat. Und wenn ich etwas vorhalte, das dann im Bedarfsfall ganz schnell abgefordert werden kann, dann ist das reine Vorhalten bereits ein Wert an sich. Und ein Wert an sich muss auch entgeltet werden. Also insofern werden wir, glaube ich, dazu kommen, dass wir nicht nur auf den reinen Arbeitspreis abstellen können, sondern auch auf einen Anschlusspreis, um den Vorhalteaufwand ausgleichen zu können. Das wird aber zugegebenermaßen keine ganz einfache Operation werden, weil das nur dann besonders gut gelingen kann, wenn wir insgesamt ein Verständnis dafür kriegen, dass sozusagen das Netz, das eingezogen werden muss, damit man einen Aufschlag auf den Boden verhindert, und das wäre dann ein Lockdown. Das Netz muss auch gekauft und bezahlt werden. Und so ist das bei den Artisten im Zirkus und so ist es allerdings auch im Energiebereich. Und dafür müssen wir gemeinsam argumentieren, denn würden wir einen solchen Schritt nicht gehen, passierte was? Es passierte, dass die Arbeitspreise relativ stark stiegen, dass die Akzeptanz der KWK wegen der hohen Arbeitspreise abnehme und wir sozusagen das Netz, das die KWK bildet, dann verlieren würden. Und das wäre genau das Gegenteil von in unserem Interesse liegend. Ja, es sind schon ein paar Stichworte gefallen, die da wieder auf positive Änderungen in der Gesetzgebung in Aussicht stellen. Die Kapazitätsbereitstellung muss entlohnt werden. Letztendlich schaffen wir ja auch mit der KWK so eine Art Feuerlöscher. Den braucht im Regelfall ja kein Mensch, hoffentlich zumindest. Aber wenn er dann mal wirklich das Feuer da ist, dann ist der Feuerlöscher auch wirklich zwingend erforderlich. Und das ist natürlich die Rolle der KWK in der Zukunft. Von daher, wir haben auch gehört, dass das Strommarktdesign stärker dezentral gesehen werden muss. Und wir als BKWK glauben schon, dass die Erneuerbaren zukünftig die Arbeit machen und die KWK dann letztendlich die Leistung bereitstellen muss. Herr Köpke, wird das bei den erneuerbaren Verbänden ähnlich gesehen und auch so diskutiert, oder wie sieht es dort aus? Das kann ich gar nicht zurzeit sagen. Also ich kann Sie da noch vertrösten auf den neuen, größeren Einheitsverband der aller erneuerbaren Energien. Ich hoffe, dass der noch vor Weihnachten kommt und dass dieser Verband dann sehr, sehr schnell sprechfähig sein wird. Ich kann allerdings nur davor warnen, dass wir hierzulande nochmal eine energiepolitische Diskussion haben werden zum Kapazitätsmarkt. Die war vor 5, 6 Jahren schon sehr fruchtlos und hat mehr oder weniger für sehr viel Verwirrung gesorgt und hat auch zu keinem Ergebnis geführt. Also wenn es einen Kapazitätsmarkt in Deutschland geben sollte, dann muss der über Brüssel kommen, und da sehe ich momentan nicht, dass da entsprechende Signale zu vernehmen sind. Deshalb lassen wir uns abwarten, welche Überraschungen wir dann mit der neuen Bundesregierung ab Anfang Dezember erleben. Also, wir sind da offen. Ich bin da auch ganz gespannt. Es wird auf jeden Fall was Neues geben. Es wird, glaube ich, auch mehr Richtung Erneuerbare gehen. Wir werden es sehen, wenn dann die Papiere auf dem Tisch sind. Und ich glaube, dann ist es daran, Zeit zu analysieren und zu schauen, ob das Wort KWK dann überhaupt darin vorkommt. Wir arbeiten daran. Der BKWK hat schon sein Positionspapier an die Politik verschickt. Und und wir kommen so langsam zum Ende. Und wir sind so ein bisschen bei Wünsch dir was vielleicht noch mal ganz kurz. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann würde ich gerne alle verantwortlichen Politikverbände, aber auch die Ministerien zukünftig dazu verpflichten wollen, gemeinsam an einem Strick zu ziehen, gemeinsam in die neue Richtung Erneuerbare zu gehen. Und wenn wir da Ziele formulieren, dann sollten die Ziele vielleicht so lauten: möglichst schnell CO2 einsparen und möglichst viel erneuerbare Energien nutzen, möglichst kostengünstig die gesamte Energie bereitstellen und den Energieversorgung im Strom- und Wärmebereich sicher darstellen. Wenn wir diese drei Ziele so als Hauptziele mal formulieren, gehen Sie da mit oder habe ich was vergessen, Herr Köpke? Also ich als Ralf Köpke kann das voll unterzeichnen und unterschreiben. Also das Hauptziel muss einfach komplette Umstellung auf alle erneuerbaren Energien so schnell wie möglich sein. Also 100% in allen Sektoren so schnell wie möglich. Ja, danke. Und das war das Schlusswort für die politische Runde. Herr Köpke, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Ich bedanke mich auch im Namen des BKWKs bei Katrin Uhlich, bei Ralf Lenkert. Ich habe vorhin versprochen, Katrin Uhlich richtig auszusprechen. Entschuldigung nochmals dafür. Bei Ralf Lenkert, Carsten Müller und Johann Saathoff. Und darf Ihnen jetzt noch einmal den Hinweis geben, wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, schreiben Sie uns info@bkwk.de und wir schauen mal, was denn morgen so kommt, auf uns zukommt. Auch für morgen habe ich wieder Gäste eingeladen, hier mir an der Seite zu stehen, als Experte zur Verfügung zu stellen. Das wird im ersten Teil der Heinz-Ulrich Boczewski, unser Vizepräsident, sein und wir hören morgen ein Grußwort von Kerstin André. Anschließend gehen wir Richtung EE-Anforderungen im GEG und im BEG mit den KWK-Anlagen mit Blick auf Biomethan von Oliver Völksch. Wir schauen dann mal in die Eigenorganisation und der Energiedienstleistungen. Wir schauen Perspektive auf die Quartiersversorgung und Wohnungswirtschaft von unserem Vorstandsmitglied Frank Müller, hier vom Bauverein Energie und Service GmbH. Und wir schauen auch auf die Sicht eines Industrieanwenders in Bezug auf KWK. Dort wird uns Wilhelm Zacharias von Budadruck einige Informationen geben. Später dann wird der Kollege Uwe Weber hier im Studio sein, der uns heute auch schon im Hintergrund den Chat betreut hat. Er wird einen IKWK-Pitch, so haben wir es genannt, vorstellen. Mehrere Projekte aus dem Bereich IKWK von den Stadtwerke-Kollegen und wird diese vorstellen, anschließend auch noch ein wenig diskutieren. Und ich lade Sie wieder ein, morgen dabei zu sein. Im Tag 3 haben wir dann nochmal, geht es nochmal Richtung Energiepolitik. Thorsten Herdan wird sprechen. Wir haben das Thema Wasserstoff im Gasnetz. Wir haben den aktuellen Stand des ENWG, den uns Achim Zerres ein wenig näher bringt. Wir haben die Bedeutung des Redispatch 2.0 für die KWK-Anlagenbetreiber als Thema und der Vorstand, das Präsidium, Entschuldigung, des BKWK wird so ein bisschen eingehen auf die Vision der Zukunft der KWK. Es ist die Stelle gekommen, mich zu bedanken bei unseren Sponsoren. Wir haben die Videos und die Informationen in der Mitte heute gesehen. Das ist einmal die EDG, Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe. Danke, Christoph Zeiss, dass du uns unterstützt hast. Das Institut Klimaschutzhaus GmbH und KWKG, auch unterstützt durch eines unserer Vorstandsmitglieder, Ralf Zickner. Wir haben die Firma Kraftwerk aus Hannover, die Aprovis Energy Solutions GmbH aus Weidenbach, die BTB Blockheizkraftwerke, Träger- und Betreibergesellschaft Berlin, die netten Kollegen aus Berlin, die mit Sicherheit heute auch zugeschaut haben. Ich grüße euch. Die EC Power, die durch den Geschäftsführer Kurt Müller vertreten wird. Wir haben als Sponsoren die RMB Energie GmbH aus Saterland dabei gehabt, die S&L Energieprojekte GmbH aus Spelle, die KW Energie GmbH aus Freistadt und die 2G Energy AG aus Heeg. Vertreten, das werden wir am übermorgen sehen, weil Stefan Liesner ja inzwischen auch im Präsidium des BKWK ist, wird er auch dort zu Wort kommen. Wir haben als Sponsoren gewinnen können die AB Energy Deutschland aus Spelle, die ZPS Zeppelin Power Systems GmbH und KWKG aus Hamburg, die diese gelben Motoren bauen. Und wir haben natürlich die Firma Sokatherm GmbH. Herzlichen Gruß nach Hiddenhausen an die Familie Meinhold. Toll, dass ihr auch dieses Jahr wieder als Sponsor dabei gewesen seid. Wir haben gewinnen können Viessmann Deutschland GmbH. Dort habe ich jetzt erfahren, dass die auch wieder stärker in dem Bereich KWK unterwegs sind. Und die INNIO Jenbacher Deutschland GmbH aus Frankenthal. Besonders bedanken möchte ich hier nochmal mich bei allen, die hier in unserem kleinen Studio mitgearbeitet haben, dass dieser Tag so gut und insbesondere auch technisch gut rübergekommen ist. Ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt und Sie konnten einige Informationen mitnehmen. Und natürlich bedanke ich mich nochmal bei unserem Gastgeber, der Energieversorgung Halle GmbH, bei unserem Vorstandsmitglied Olaf Schneider und dem Bauverein Energie und Service GmbH bei Frank Müller. Morgen geht es los um 13 Uhr wieder mit Sicherheit im Energiesystem KWK. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, einen angenehmen Abend und ich hoffe, dass wir uns morgen gesund und fit wiedersehen. Tschüss.